einen wunderschönen guten Abend. Krasný dobrý večer. Vielleicht ganz kurz, viele kennen mich schon, oder ich kenne zumindest viele vom Gesicht, die mich noch nicht kennen. Ich bin schon seit 46 Jahren sehr vertraut mit der Montessori-Pädagogik, lebe das schon seit 46 Jahren. Und zwar immer in Beziehung zu Inklusion, was jetzt immer moderner wird auf der Welt, dass man versucht, Kinder, die Besonderheiten haben, mit anderen Kindern, die andere Besonderheiten haben, zu integrieren. Už vás spoustu znám podle vidění, jak se tak tady rozhlížím, a jenom chci ještě představit sám sebe, již pracuji v této oblasti s pedagogikou Montessori 46 let a vlastně hodně to dávám do vztahu s inkluzí, což je téma, které se stává stále aktuálnější a modernější v téhle době vlastně ve všech těch zemích, kde kam je s tím. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Tschechien ist, aber bei uns in Deutschland ist es so, oder auch in Österreich, in der Schweiz, überall, dass inzwischen von der Gesetzeslage her Eltern, die ein solch behindertes oder besonderes Kind haben, die Möglichkeit haben, darauf zu bestehen, dass ihr Kind inklusiv beschult wird in einer öffentlichen Schule. Nevím přesně, jak je to v Čechách, ale ve všech německy mluvících zemích je to tak, že rodiče mají právo na to vyžadovat, že když mají dítě se speciálními potřebami, že chtějí, aby chodilo do školy se zdravými dětmi. Und das nehmen auch immer mehr Eltern natürlich in Anspruch. A čím dál víc rodičů tohoto práva využívají. Nur es gibt diesbezüglich überhaupt noch keine Weiterbildung, noch keine Ausbildung, wie das passiert. Ale ještě neexistují žádné kurzy pro učitele, jak to dělat. Also im Grunde genommen, ja, also fehlt da noch wirklich die Grundlagen, die fehlen. Takže chybějí ještě základy. Und deswegen machen wir jetzt ja auch hier mit Erudio zusammen diesen Kurs, diesen Montessori-Kurs, der ein besonderer Montessori-Kurs ist, weil es gibt ja auch noch andere Kurse in Tschechien, Montessori-Kurse. A proto děláme společně s Erudiem tenhle kurz, to je v tom letáčku, co jste měli na židli, a existují v Čechách ještě i jiné kurzy Montessori, ale tady to je speciální kurz. Der eben, also als Montessori-Kurs durchgehend das Thema Inklusion mit dabei hat. Deswegen auch ein Kurs, der sehr gut sich eignet, auch für Eltern, die betroffen sind, die eben einfach ein bisschen wissen wollen, was kann ich alles beachten und was kann ich tun, dass mein Kind optimal sich entwickeln kann. A do toho kurzu bude vlastně v celém tom rozsahu toto téma začleněno. A proto je to vhodné i třeba pro rodiče, které mají dítě se speciálními potřebami, kdyby se chtěli dozvědět, co mají za možnosti. Und da in dem Zusammenhang möchte ich diesmal gleich zu Anfang, vorhin habe ich es am Ende gemacht, auf einen speziellen Workshop hinweisen, der im September stattfinden wird, über Erudio organisiert wird. A proto chci ve spojení tady s tou informací ještě upozornit na jeden workshop, který bude ve spolupráci se společností Erudio nabízen v září. Und zwar ist der dann in Kladno. A bude v Kladně na škole. Vom 20. bis 22. September. Bude to od 20. do 22. září tohoto roku. Freitag Nachmittag, Samstag den ganzen Tag und Sonntag bis Mittag. Bude to pátek odpoledne, sobota celý den a neděle do 12. Und der steht speziell unter dem Thema der heilpädagogische Aspekt in der Montessori-Pädagogik als wichtige Grundlage für Inklusion. A ten má název Léčebný aspekt pedagogiky Montessori jako základ inkluze. Können Sie auch weiter erzählen, wenn jemand schon mit der Arbeit betraut ist und eben immer noch nicht weiß, wie man es machen soll, dann kann ich den sehr empfehlen.
Takže to můžete říct i dál pro lidi, kteří třeba již s touto problematikou jsou nuceni se zabývat, že takové děti mají ve škole a nevědí si s tím úplně rady, tak by to byl vhodný kurz, ten doporučuji. Weil es diesbezüglich auch von Ihnen schon, Sie haben ja ganz viele Fragen auch schon hierher geschickt, auch diesbezüglich Fragen dabei sind. A říkám to proto, že jsem dostal otázky, které jste posílali, jsem jako na ten kurz a viděl jsem, že tam jsou i otázky týkající se tohoto tématu. Ja, wir haben das heute Nachmittag schon so gemacht, dass ich alle Fragen, die Sie ja freundlicherweise schon vorab hierher geschickt haben, dass wir alle durchgearbeitet haben. 25 Fragen waren es heute Nachmittag. Vlastně dnes odpoledne jsme to také udělali, tak to byly jiné otázky od účastníků toho odpoledního semináře a vlastně jsme odpovídali na ty dotazy a začleňovali další informace týkající se toho tématu, těch bylo 25. Dafür haben wir 3 Stunden gebraucht. Na to jsme potřebovali 3 hodiny. Mit einer Pause von 20 Minuten dazwischen. 20-minutovou přestávkou. Und jetzt arbeiten wir 31 Fragen ab. A teď máme 31 otázek. Halb 7, halb 8, halb 9. Also gehen wir mal davon aus, um 10 Uhr sind wir vielleicht dann fertig. Takže možná v 10 budeme hotovi. Na, damit Sie sich schon darauf einstellen können. Abyste se už na to mohli připravit. Weil ich möchte sehr gerne, dass jede Frage auch, die hier von jemand von Ihnen gestellt wurde, auch wirklich ernst genommen wird. Dass man nicht das Gefühl hat, ja, und meine Frage wurde jetzt gar nicht beantwortet. Protože bych chtěl, abychom vzali všechny ty dotazy vážně, aby nikdo nemusel odejít s tím, že jeho dotaz nebyl zodpovězen. Das ist übrigens eine neue Form des Vortrags, die ich mir habe einfallen lassen. To je nová forma přednášky, která mě napadla. Weil ich habe sonst immer Vorträge gehalten, habe ich halt anderthalb Stunden oder zwei Stunden was erzählt. Já jsem si dřív ty přednášky připravoval a hodinu a půl až dvě jsem vyprávěl něco. Wobei ich nicht wusste, ob das unbedingt alle interessiert. A vůbec jsem nevěděl, jestli to všechny zajímá. Oder oft sind Leute dabei, die was ganz anderes erwartet hätten, was ich da jetzt erzählen soll. Nebo tam často byli lidé, kteří očekávali úplně něco jiného, než co jsem vyprávěl. Und anschließend habe ich dann immer gesagt, so, jetzt können Sie noch Fragen stellen. A pak jsem se ještě řekl, že se můžou lidi zeptat něco. Und dann erlebe ich meistens, dass sich niemand traut, eine Frage zu stellen, weil es ja peinlich ist. A pak zažívám, že si lidé netroufnou se ptát. Deswegen bin ich jetzt zu der Form übergegangen, das heißt, ich trete mit Ihnen sofort in den Dialog. A proto jsem přišel tady k té formě přednášek, takže se okamžitě dostáváme do formy dialogu. Indem Sie dann gleich Ihre Frage nochmal hören, die Sie gestellt haben. Svoji otázku hned ještě znovu uslyšíte. Und ich beantworte sie. A já na ní odpovím. Und Sie müssen sich nicht outen. Sie müssen nicht sagen, das war meine Frage. Es bleibt ganz anonym. Vůbec se nemusíte hlásit, že to byla vaše otázka. Zůstane to anonymní. Ja, das ist wichtig. To je důležité. Genau. Wenn Sie Fragen haben noch zusätzlich, können Sie die zwischendurch natürlich auch stellen. Kdyby vás napadla ještě nějaká otázka navíc k tomu, tak se hlaste i v mezičase. Und deswegen fangen wir gleich mit dem ersten an. Das ist keine Frage, aber ein Statement, das mir sehr gut gefällt und eignet sich wunderbar für die Eröffnung des Abends. Takže začneme rovnou tou první otázkou, která vlastně není otázka, ale výrok a krásně se hodí na začátek té přednášky. Ráda si poslechnu cokoliv na téma puberty, neb to považuji za velmi náročné období jak dítěte, tak i rodiče. Okay. Also, ich werde Ihnen jetzt helfen, über diese schwierige Zeit hinwegzukommen. An heute Abend. Weil es ist einfach so. Já vám teď pomůžu, abyste se tady přes to náročné období dokázali přenést, protože to tak prostě je. Und ich ziehe jetzt eine Frage vor. Die Frage 17 mache ich zur ersten Frage. A já jednu otázku si tady vezmu úplně na začátek. A die mich nämlich selbst betrifft. Jemand ist sehr neugierig, will was von mir persönlich wissen. Hast du 17? Wie waren Sie selbst im Alter von
Das ist der Übergang von Montessori 11. Genau. Alles gut. Tak už jsme to našli, to má Klaus v němčině a v češtině, tak aby jsme mysleli, koukali na tu stejnou otázku. A ta zní, jaký jste byl v době od 12 do 15 let vy? Okay, also es ist schon eine Zeit lang her, ich bin... Okay, eben die Frage heißt... Sollen wir es immer Deutsch und... Okay, also die Frage heißt, wie waren Sie selbst im Alter von 12 bis 15 Jahren? also es ist schon lange her, weil ich bin jetzt gerade 70 Jahre alt geworden, ja. Aber das Schöne ist, die Natur hat es so eingerichtet, je älter ein Mensch wird, umso besser kann er sich an die frühere Zeit zurückerinnern. Also pro mě už je to docela dlouho, protože mi právě bylo 70, ale příroda to krásně zařídila, že čím je člověk starší, tím líp si vzpomíná na ty věci, co už byly dávno. Das heißt, also ich könnte allein an dieser Frage den ganzen Abend füllen mit der Frage. Já bych tady tou odpovědí dokázal zaplnit celý večer. Mir fällt so viel ein, was da alles war. Spousta mě toho napadá, co se dělo. Aber ich reduziere mich mal auf das Wesentliche. Ale pokusím se to zredukovat na to nejdůležitější. Also, erstmal ist es so, dass ich aus einer Familie stamme, die, wie man heute so schön sagt, bildungsfern ist. Takže za prvé pocházím z rodiny, která nepodporovala moc vzdělání. Das heißt, meine Eltern haben beide keinen Schulabschluss gekriegt, weil es im Krieg Wirren gab und es gar nicht möglich war. Moji rodiče nezakončili vzdělávání, protože to bylo ve válce a nešlo to. Das war das größte Glück für die vier Kinder. Also ich habe noch drei Geschwister. Das war unser größtes Glück, dass unsere Eltern nicht viel Ahnung von Bildung hatten. A já mám ještě tři sourozence a bylo to pro nás to největší štěstí, protože rodiče neměli moc představ o vzdělávání. Deswegen hatten meine Eltern auch nie ein Problem damit, dass in dieser schwierigen Zeit das Lernen für mich in der Schule äußerst schwierig war. A proto moji rodiče neměli problém s tím, že v té pubertě pro mě učení bylo obtížné. Es kommt natürlich dazu, ich war in der Zeit in einer Schule, bei uns hieß die Realschule, so eine Zwischen, was ist das bei euch? Zwischen Gymnasium und Hauptschule, sowas. A to byla taková škola, vlastně v Německu se to, jako jsou ty proudy, jich je víc, a byla to škola, která není úplně zaměřena na další studium na vysoké škole, ale spíš jako jenom na jako zakončení na střední škole. Und ich hatte den besten Lehrer, den es überhaupt jemals gab. A měl jsem nejlepšího učitele, který kdy žil. Einen Klassenlehrer, der 6 Jahre lang uns als Klasse betreut hat. Třídního učitele, který s námi byl 6 let. Der mit uns, wie man so schön sagt, durch dick und dünn gegangen ist. A prošel s námi vším, i těžkými, i dobrými věci. Dessen Hauptanliegen war, dass er in einer guten Beziehung mit uns war. A pro něj bylo to nejdůležitější, abychom měli dobrý vztah mezi sebou. Und dass das Lernen sich automatisch nebenher ergibt. A že to učení se pak automaticky prostě tam naskočí samo. Und es hat tatsächlich funktioniert. A opravdu to fungovalo. Das heißt also, wir haben hervorragend gelernt trotz Pubertät. Učili jsme se skvěle přes pubertu. Wir hatten keine Schwierigkeiten, das alles zu lernen. Neměli jsme problémy se to všechno naučit. Dazu muss ich sagen, dass es damals noch keine Smartphones gab. Ale musím říct, že ještě neexistovaly chytré mobily. Die größte Behinderung des heutigen Lernens darstellen. Které jsou největší překážkou vzdělávání v dnešní době. Und sonstige Gespenster der virtuellen Welt, die gab es einfach nicht. Ani nebyla další strašidla dnešního virtuálního světa. Was es aber gab, war die Tatsache, dass dieser Lehrer uns gesagt hat, Lernen, Bildung findet für ihn hauptsächlich in der Schule statt. Dafür ist er als Lehrer verantwortlich. Co ale bylo, a bylo to důležité, že ten učitel nám řekl, že vzdělávání se hlavně děje ve škole a od toho, že on tady je.
Und es gab auch noch, er hat uns niemals Hausaufgaben aufgegeben, deswegen. On nám proto nedával žádné domácí úkoly. Aber wir hatten auch noch andere Lehrer, die haben es ganz wichtig gefunden, uns auch noch zu Hause am Nachmittag zu quälen mit ihrem Lernkram da. Ale měli jsme i jiné učitele a ty nás mučili ještě i odpoledne s nějakými těmi věcmi, co se nás snažili naučit. Was für uns Jugendliche in der Pubertät überhaupt nichts ausgemacht hat. Což nám, ale nám dospívajícím v pubertě vůbec nevadilo. Weil wir haben es immer arrangiert, es konnte immer in irgendeinem Fach, war immer mindestens ein Schüler gut. Protože jsme si to dokázali zařídit. V každém předmětu byl aspoň jeden z té naší třídy dobrý. Und mit dem haben wir uns dann irgendwo verabredet und haben die Hausaufgaben bei ihm abgeschrieben. A s tím jsme se nějak domluvili a od něj jsme to obsali. Und wir kamen alle immer mit kompletten Hausaufgaben in die Schule. A jsme přišli do školy a všechno jsme měli. Das ist typisch für das Alter der Pubertät. Man ist unglaublich originell und erfinderisch. To je typické pro věk puberty, protože člověk je v té době velmi, má velmi originální nápady a je velmi vynalézavý. Vor allen Dingen für alles das, was nicht unbedingt normal ist. A nejlépe pro ty věci, které nejsou úplně normální. Dann hatte ich Eltern, die auch niemals irgendetwas von der Schule wissen wollten. A pak jsem měl rodiče, kteří vůbec nechtěli nic slyšet ze školy. Selbst wenn ich nach Hause kam und über irgendeinen Lehrer nur mal ein bisschen meckern wollte, weil ich mich geärgert habe. A i když jsem přišel domů a chtěl jsem si postěžovat na nějakého učitele, protože jsi mě rozčílil. Haben meine Eltern sofort gesagt, das kannst du mit dem Lehrer ausmachen, lass uns bitte in Ruhe. A rodiče mi říkali, to si vyřiď s tím učitelem a nám dej pokoj. Wir haben mit der Schule nichts zu tun. My s tou školou nemáme nic společné. Wir sind zuständig, dass du was zu essen kriegst. My jsme zodpovědní za to, že ti dáme najíst. Dass du was zum Anziehen hast. Že máš co na sebe. Und dass du jetzt, wo du jetzt langsam ein bisschen kräftiger geworden bist, so mit 14, 15 Jahren, dass du mal anfangen kannst, selber ein bisschen Geld zu verdienen. A že teď, když už seš větší a silnější ve věku 14, 15, že si můžeš začít trochu něco přivydělávat sám. Das war der frühere, meine Eltern wussten noch nichts von einem Erdkinderprogramm. Das beschreibt Montessori als Erdkinderprogramm. Moji rodiče nevěděli nic o plánu dětí země, jak to popisuje paní Montessori. Das war mein Erdkinderprogramm. To byl můj plán dětí země. Für Hausaufgaben hatte ich niemals Zeit nachmittags. Na úkoly jsem odpoledne čas neměl nikdy. Ich habe es genossen. Ich bin auf dem Dorf groß geworden, den Bauern zu helfen beim Schweinemist ausmisten. A já jsem vyrůstal na vesnici a moc jsem si užíval, když jsem mohl pomoct lidem, farmářům vyklízet stáje prasatům. Auf dem Acker zu arbeiten. Nebo pracovat na poli. Das war eine wunderschöne Zeit, die mir geholfen hat, diese schwierige Umstellung der Zeit der Hormone, da braucht man viel körperliche Betüchtigung, die auf sinnvolle Weise zu verbringen, damit man morgens wieder seinen Geist ein bisschen in der Schule mal anstrengen kann. To byl skvělý čas, který mi moc pomohl, abych zvládl to období přenastavování hormonů, abych vždycky ráno mohl alespoň na chvíli trošku nastoupit do školy a můj duch byl trošku připraven. Und das Allerwichtigste war, dass wir vom Bauern für unsere Arbeit immer ein bisschen entlohnt wurden. A úžasné, zajímavé bylo, že jsme vždycky od těch farmářů dostali trochu peněz za tu pomoc. War großartig. Bylo úžasné. Und das war das Größte in diesem Alter zu erleben, ich werde langsam von meinen Eltern unabhängig. Pro mě to bylo v tom věku to nejúžasnější, že jsem viděl, že se pomaličku stávám nezávislým na rodičích. Ich werde nie vergessen, als ich zum ersten Mal mit 14 Jahren allein in der Kleinstadt mir meine ersten paar eigenen Schuhe gekauft habe, ohne dass meine Mutter blöde Kommentare dazu gegeben hätte.
Nezapomenu nikdy na tu chvíli, když jsem si já koupil svoje první boty, bez toho, aby mi moje maminka k tomu říkala své hloupé komentáře. Weil ich habe sie von meinem Geld bezahlt und habe sie mir ganz alleine ausgesucht. Protože jsem si je koupil za svoje peníze a vybral jsem si je úplně sám. Und meine Eltern waren entsetzt, wie man solche Schuhe tragen kann. Moje rodiče se zhrozili, jak může člověk nosit takové boty. So sieht Pubertät aus. Tak vypadá puberta. Der Jugendliche ist dazu da, die Eltern immer wieder mal ein bisschen zu schocken. Dospívající je tam o toho, aby občas trochu šokoval své rodiče. Zu überraschen, was das Leben noch so bietet. Co ten život má ještě v plánu a připraveno. Und gut ist, wenn die Eltern sich nicht für alles zu viele Gedanken machen. A je dobré, když nad tím ty rodiče zase až tak moc nepřemýšlejí. Okay. Das war meine Zeit als pubertierender Jugendlicher. Takže tak jsem to prožíval já v pubertě. Und das würde ich allen Jugendlichen der heutigen Zeit wünschen. A to bych přál všem dospívajícím dnešní doby. Mir tun die Jugendlichen heutzutage, die meisten tun mir alle leid. Vlastně je mi většiny dospívajících dnešní doby líto. Also wie die das überstehen, ist mir oft ein Rätsel. Jak ty to vydrží, to je pro mě záhadou. Also mit den Eltern zum Beispiel. S rodiči třeba. Ich kann die Jugendlichen manchmal nur bewundern. Já je někdy opravdu obdivuju. Weil es ist unglaublich, wie Jugendliche über diese Smartphones sogar noch von Müttern und Vätern kontrolliert werden. Je neuvěřitelné, jak dokonce pomocí chytrých mobilů rodiče své dospívající kontrolují. Wie sie sogar in der Montessori-Schule die Regeln durchbrechen müssen, weil die müssen bei uns ihre Smartphones abgeben, wenn sie kommen. Da werden die in so eine Tasche gesteckt, dann müssen die heimlich, ohne dass jemand merkt, schnell das Smartphone holen, weil sie wissen, also verraten sie dann, ne, wenn man sie erwischt hat. Weil sie wissen, dass sie ihre Mutter um so und so viel Uhr anrufen sollen. U nás děti v Montessori školách musí odevzdávat mobily do takové kapsičky svojí a musí porušit pravidla, protože vědí, že v tolik a tolik hodin jim zavolá máma. A to nám samozřejmě prozradí, až když je načapeme. Oder man fährt mit ihnen eine Woche in die Berge. Nebo jedeme na týden do hor. Wo man wirklich kein Smartphone braucht. Kde opravdu není potřeba mít mobil. Also ein so ein Ding reicht, um im Notfall was anrufen zu können. Jeden takový mobil stačí pro celou skupinu, kdyby byl nějaký případ nouze, abychom mohli zavolat. Und für die Jugendlichen ist es vollkommen in Ordnung. A ti dospívající s tím nemají problém. Dann kommt man dort an, ne, auf der Hütte. A pak dorazíme na tu chatu. Und packen ihre Sachen aus, damit sie sich so ein bisschen gemütlich machen. A oni si vybalí věci a zabydlí se. Und dann kommen entsetzte Schreie von Schülerinnen und Schülern. A pak da slyším úplně zhrozené výkřiky. Was bildet die sich überhaupt ein? Co ona si vůbec myslí? Sind meistens sind's Mütter, leider Gottes, kann auch nichts dafür. Die Väter sind da ein bisschen cooler scheinbar. Většinou jsou to maminky, za to já nemůžu, tam o tatínkové to neberou tak vážně nějak. Jetzt hat die mir doch glatt zwischen die Unterhosen ein Smartphone dazwischen gelegt. Ona mi dala mezi moje spodky normálně ten telefon. Weil es könnte ja sein, dass man doch unbedingt noch mal nur die Stimme hören möchte. Protože das heißt, co kdyby chtěl náhodou slyšet ten hlas té maminky. Also, für Jugendliche ganz, ganz schlimm. Sie leiden ganz schrecklich, weil sie noch nie so unter Kontrolle waren wie in der heutigen Zeit. Takže pro dospívající je to hrozné, protože ještě nikdy nebyli tak kontrolováni jako v dnešní době. Aber es beruhigt dann die Jugendlichen, weil sie sehen, das machen die Erwachsenen ja auch miteinander. Ale ty dospívající uklidňuje to, že vidí, že dospělí to mezi sebou dělají taky tak. Sind dann ganz beruhigt, weil sie merken, die Mutter kontrolliert den Vater ja auch. Protože vidí, máma kontroluje tátu taky. Und der Vater die Mutter auch. A táta mámu taky. Alle sind bestens unter Kontrolle. Všichni jsou skvěle pod kontrolou. Man kann gar keine Geheimnisse mehr voneinander haben. Das war früher so schön. Teď už člověk nemůže mít před nikým žádné tajemství. Okay, also nur so viel zu dem.
Das ist oft gar nicht bewusst, was wir alles im Alltag heutzutage machen, weil es für alle fast schon so selbstverständlich geworden ist. My už si ani nejsme vědomí, co tak vlastně v tom každodenním životě děláme, protože už je to pro většinu lidí úplná samozřejmost. Das merkt man oft gar nicht. Man merkt es oft gar nicht, wie man in diesem Mainstream schon drin ist. Vůbec si nevšimneme, jak už jsme do toho vpluli. Ja, also das ist eben ganz wichtig, einfach, dass wir da sehr, sehr aufmerksam sind. Takže je důležité dávat pozor, uvědomovat si to. Ja, jetzt kommt schon die zweite. Oh, das ist eine Wahnsinn. Nee, das sind mehrere Fragen in einem. Nummer zwei, Nummer ganz zwei. Lang. To je dlouhá otázka. Oh, sorry, ich lese das Deutsch. Okay, machen wir jetzt. Also, in Deutsch. Ist es möglich, in der Pubertät den Kindern zu sagen, wie sie etwas machen sollen, wie sie sich im Leben benehmen sollen? Oder soll man ihnen nur seine Meinung sagen und es ihnen überlassen, wie sie sich selbst benehmen und wie sie mit unserer Meinung umgehen? Soll man dann ihre Entscheidung respektieren, egal wie diese ist, wobei ich ihnen mitteilen kann, dass es mir nicht gefällt, wie sie sich entschieden oder benommen haben? Und man soll sie schon nur, in Anführungsstrichen, lieben? Also die Frage ist, soll man sie nur lieben oder darf man sie auch hassen? Also steht jetzt nicht hier. Je v pubertě možné dětem říkat, jak mají co dělat, nebo jak se mají zachovat v životě, nebo už jim jen sdělit svůj názor a nechat na nich, jak se zachovají, jak s naším názorem naloží. A následně respektovat jejich rozhodnutí, ať už je jakékoliv, s tím, že jim mohu sdělit, že se mi nelíbí, jak se zachovali nebo rozhodli. A mít je už jen rád. Hast du alles schon? Ja. Gut. Okay. Also, dazu kann ich Folgendes sagen. Ich hoffe, dass Sie als Erwachsene eine Autorität besitzen. K tomu můžu říct jen to, že doufám, že jako dospělí máte autoritu. Dass Sie auch eine eigene Meinung besitzen. Že máte i svůj vlastní názor. Es würde zumindest von der Vorbildwirkung her sehr gut sein. Bylo by to velmi dobré a užitečné, abyste mohli působit jako vzor. Und dass sie das auch klar kommunizieren, also ihrer Tochter oder ihrem Sohn. Das muss ich als Lehrer auch machen. Ja? Abyste to dokázali. Dass ich sage, wie ich es will. Dokázali jasně svému synovi nebo své dceři říct, jak to chcete. To musím já jako učitel dělat taky. Das heißt, sie haben das Recht zu hören, was meine Moral ist. Bezüglich Benehmen oder was auch immer. Takže oni mají právo na to slyšet můj názor na to, co se týká vlastně, co se týká morálky nebo chování, jak to já vidím. Aber sie müssen es aushalten, dass ihre Tochter oder ihr Sohn nicht unbedingt ihre Moral gleich eins zu eins umsetzt. Ale vy musíte pak i vydržet, když vaše dcera nebo syn to, co vy jste jim řekli, jak to vidíte, když to neudělají přesně tak. Sondern dass es viele Situationen geben wird in dieser schwierigen Zeit für Kinder und Eltern. Že bude spousta situací v tomto obtížném období pro děti i dospělé, wo sie sich peinlichen Situationen ausliefern müssen. Kde vy se dostanete do trapných situací. Wo sie manchmal sagen müssen, also das ist eigentlich, nee, das ist nicht meine Tochter. Kde vy budete muset říct, ne, to asi není moje dcera. Das kann schon in der eigenen Familie passieren. Mit den Großeltern ist schon peinlich, dass sie sagen, also wie habt ihr euer Kind erzogen? To se stane vlastně i jako ve vlastní rodině, i s babičkou a dědou. Da brauchen sie dann nur lächeln, denn ihren eigenen Eltern gegenüber sagen, könnt ihr euch nicht erinnern, ich war doch immer genauso. Že vám babička a děda řeknou, jak jste to vychovali ty děti, a vy řeknete, vy se usmějete a řeknete, a nepamatujete si, jaká jsem byla já, teď to bylo úplně stejný. Und deswegen machen Jugendliche das von alleine schon, dass sie eben sehr gerne manchmal in Situationen mit ihren Eltern auf Distanz gehen. A proto dospívající rádi v některých situacích
se tak jako vzdalují od těch rodičů. Weil den Jugendlichen sind manchmal die Eltern genauso peinlich. Protože dospívajícím ty se za ty svoje rodiče stydí stejně. Wie den Eltern ihre Kinder peinlich sind. Jako rodiče za ty děti. Und dann ist es schon wieder ausgewogen. A pak už je to zase vyvážené. Und da es eben, wie gesagt, diese Zeit eine Übergangszeit ist, das hält man aus. A to je takový přechodný čas, to člověk vydrží. Aber je mehr sie versuchen, dagegen anzugehen und zu kämpfen, a čím více budete snažit proti tomu bojovat, umso länger zieht sich die Pubertät hin. Tím déle ta puberta bude trvat. Ich kenne erwachsene Menschen, die sind bis jetzt noch gar nicht aus der Pubertät rausgekommen. Znám dospělé lidi a ty z té puberty ještě nevyšli. Die sind immer noch ständig in einer solchen Revoltehaltung. Mají pořád ještě tenhle ten postoj bojovný. Und wichtig ist eben wirklich, natürlich brauchen sie eine Klarheit. Samozřejmě potřebují jasný názor. Sie wollen auch hören nochmal, wenn was ich, es ist was Unangenehmes passiert. A když se stane něco nepříjemného, tak chtějí slyšet. Und dann wollen sie auch nochmal hören, dass sie sagen, ich habe dir doch gesagt, so und so sieht es für mich aus. Že jim řeknete, já jsem ti říkala, že to je takhle, nebo že to máš udělat takhle. Und jetzt kommst du eine Woche später an und sagst, das ist jetzt sehr unangenehm gelaufen. A teď o týden později přijdeš a řekneš, no to teď proběhlo hodně nepříjemně. Ich finde schön, dass du das jetzt mir das Vertrauen schenkst und mir sagst, das ist blöd gelaufen. Aber du siehst jetzt so, wie du aus dem Schlamassel wieder rauskommst. Je hezké, že mi to teď říkáš, že se to nepovedlo, ale chci, aby se z toho aby si to vylízal sám za sebe. Dann kann man fragen, brauchst du Unterstützung? Můžeme se zeptat, jestli ten dospívající potřebuje podporu naší? Und dann werden sie plötzlich diesen total coolen Typen erleben, sagen, ja, kannst du mir wenigstens ein bisschen, weißt du, ich brauche ein bisschen dein Beistand, ein bisschen nur. Und dann werden die plötzlich so nett und klein, so liebebedürftig, so nett. A když tu podporu nabídnete, tak najednou z těch takových těch silných typů vlastně se stane takové malé dítě, které bude vděčné za každou podporu, kterou mu v té situaci dáte. Montessori bezeichnet deswegen diese Zeit der Pubertät. Sie sagt, der Mensch ist in diesem Stadium ein psychischer Embryo. Paní Montessori proto toto období popisuje tak, že říká, že dospívající jsou psychickým embryem v tom. Schöner kann man es gar nicht ausdrücken. Krásněji se to nedá vyjádřit. Ja, weil die kommen sogar, also ich kenne das auch alles, ich habe das auch alles gemacht. Wenn es niemand gesehen hat, abends dann so, ne? Mutti, kann ich nur kurz zu dir kommen? Oni vlastně, když pak už to nikdo nevidí večer, tak přijdou k mamince a říkají, můžu na chvilku k tobě? Und dann sitzt du plötzlich mit 15, 16 auf dem Schoß deiner Mutter. A pak najednou v 15, v 16 člověk sedí na klíně maminky. Und weißt, Mutter hat ein großes Herz, da weinst du dich jetzt aus. A víš, že maminka má velké srdce a tam se může vyplakat. Aber wehe, die Mutter erzählt jemand, dass du bei ihr auf dem Schoß gesessen bist. Ale kdyby to ta maminka někde řekla, že jsem seděl na tom jejím klíně. Oder wehe, es kommt plötzlich der Vater auch noch in die Küche. A nebo kdyby tatínek taky přišel do kuchyně. So schnell kannst du nicht gucken, bist du vom Schoß unten. Rychlejš by to nešlo, jak by to dítě seskočilo. Das ist typisch dieses Alter. To je typické also man hat pro ten věk. Das Gefühl, vollkommen hilflos zu sein. Často mají pocit, že jsou úplně bezmocní. Will aber gleichzeitig schon doch auch ein bisschen erwachsen sein. Ale současně chtějí být i trochu dospělí. Also, ganz besondere Zeit. Že to je hodně neobyčejný čas. Jetzt kommt die Nummer 3. Teď otázka 3.
Wie soll man die Kinder motivieren, die sich für nichts interessieren und die nur mit Computerspielen und Smartphones voll beschäftigt sind? Jak motivovat děti, které nejeví o nic zájem a jsou pohlceny počítačovými hrami a chytrými mobily? Nein, das ist doch wohl ganz klar, oder? To je úplně jasné. Dass man ihnen das Smartphone wegnimmt. Že jim ten telefon vezme. Also, das, also, die Frage, also, ist ja unglaublich, oder? Also, meine, da denke ich mir, also, wenn, ich bin da, hab doch eine Autorität. Also, já mám přece nějakou autoritu. Wenn mich das schon belastet, dass ich merke, dass mein Kind sich für nichts mehr interessiert, also schon wie so eine wandelnde Marionette ist, da muss ich doch eingreifen. Když já vidím, že se moje dítě už o nic nezajímá, že je jako taková zbloudilá loutka, tak přece s tím musím něco udělat. Also das ist doch möglich. Also ich denke, also es sollte in einem Elternhaus möglich sein. To by mělo být v rodině možno. Ich würde auch, wenn ich Eltern bin, würde ich einem Jugendlichen, bevor der ins Bett geht, würde ich sagen, das Smartphone bleibt hier. Já bych dospívajícímu řekl, než jde spát, že ten mobil má nechat někde v kuchyni na stole. Und zwar, weil ich weiß, du schaffst es nicht. Du hast nicht die Kraft, es auszuschalten. Ich weiß, du schaffst es auf leise zu stellen, das weiß ich. Vím, že to nezvládneš ho vypnout. Vím, že zvládneš ho stišit. Aber ich weiß, du bist schon so unter Droge, dass du nicht mehr den Knopf zum Ausschalten findest. Vím, že už jsi tak závislý nebo závislá, že to nedokážeš vypnout. Ich möchte nicht wissen, wie viele Tausende von Jugendlichen neben ihrem Bett, das nicht dieses Ding liegen haben. Nechtěl bych vědět, kolik tisíc dospívajících má ten mobil vedle postele. Geschweige denn die Zehntausende Erwachsenen. A samozřejmě ještě desetitisíce dospělých. Die Angst haben, es könnte eine Nachricht kommen. Kteří mají strach, že by mohla přijít zpráva. Die kann ja jederzeit kommen. Wir sind ja mit der ganzen Welt vernetzt, oder? Jsme přece spojeni s celým světem. Ta zpráva by mohla přijít každou chvíli. Und das Dumme ist, dass nicht überall die gleiche Zeit ist auf der Welt. A to hloupé je, že není na celém světě stejný čas. Ja, und dann kann es die ganze Nacht gehen so. A celou noc to bzučí. Die kriegen keinen Schlaf mehr. Oni se už chudáci vůbec nevyspí. Und es ist inzwischen eine Studie herausgekommen, dass wenn du nicht mindestens, das kann man, alles müssen sie Jugendlichen sagen, wenn du nicht mindestens 7 bis 9 Stunden Schlaf hast, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass du schwer krank werden kannst. A jsou studie, které dokazují, že když se nevyspíme alespoň 7 až 9 hodin, tak můžeme vážně onemocnit. Also Schlaflosigkeit ist das beste Indiz für schwere Krebserkrankungen, hat man alles inzwischen rausgefunden. Ganz schwere Verfolgungsgeschichten. Das heißt also, man muss ja auch im Grunde genommen den Jugendlichen sagen, den eigenen Kindern, dass man sich auch verantwortlich fühlt für ihre Gesundheit. Je dokázáno, že když nespíme dost, tak to je základ, protože můžeme vážně onemocnit třeba rakovinou nebo nějakými psychickými chorobami. Takže je potřeba říct těm dospívajícím, že si děláme starosti i o jejich zdraví. Und dazu gehört, dass man sich als Eltern auch wirklich bei den eigenen Kindern unbeliebt machen können muss. Mit Stolz natürlich. K tomu patří i to, že jsme ochotní být neoblíbenými u svých vlastních dětí a pak ještě na to být hrdý. No, können ja sagen, ich hasse dich. Oni třeba řeknou, nenávidím tě. Man können sie sagen, ich liebe dich. A vy jim můžete říct, miluju tě. Dann wird es, ich hasse dich immer stärker. A to nenávidím tě bude čím dál silnější. Dann können sie vollstes Verständnis zeigen und sagen, ich verstehe dich, wirklich, ich verstehe dich, diesen Hass. Úplně weil ich dich so liebe, verstehe ich das auch noch. Říct, že to nenávist opravdu chápete, protože ho tak milujete. Das heißt, sie müssen immer wissen, dass sie 300%ig hinter ihren Kindern stehen.
Opravdu musíte vědět, že na 300% stojíte za svým dítětem. Das heißt aber nicht, dass sie alles machen müssen, was die von ihnen wollen. Ale neznamená to, že musíte dělat všechno, co od vás chtějí. Und das ist anstrengend. A je to namáhavý. Also nicht nur als Eltern, als Lehrer in der Stufe auch. Nejenom jako pro rodiče, ale i pro učitele s tím, also tou věkovou skupinou. Wird man auch gerne oft für bestimmte Dinge, die man jetzt verlangt, also ohne boshaft zu sein, wird man auch oft gehasst. V této věkové skupině člověk jako učitel často nenáviděn za určité věci, které vyžaduje. Wenn man vielleicht doch mal hin und wieder eine Vokabel lernen sollte. Kdyby se třeba měli naučit nějaká slovíčka. Obwohl das Sinnverständnis dafür gar nicht da ist. To samozřejmě vůbec nechápou, proč by to mají dělat. Aber wichtig ist eben, dass sie müssen merken, also wir müssen auch Argumente dafür haben, dass es einfach wichtig ist und dass sie das können und dass es eben vielleicht auch ein bisschen anstrengend jetzt für sie ist, aber es ist ihnen möglich. Je důležité, abyste měli jasné argumenty a říkali jim, proč je to důležité a že to od nich vyžadujete. Ach, da passt die nächste Frage schon gut. Die heißt, welche sind die größten Herausforderungen für Eltern, Kinder und Lehrerinnen, die im Montessori-System tätig sind? Tomu se hodí dobře ta další otázka, co jsou největší výzvy pro rodiče, děti a učitele, kteří jsou v Montessori systému. Also die größte Herausforderung für uns alle ist, uns ständig im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Disziplin zu bewegen. To nejnamáhavější pro nás je stále se pohybovat v napětí mezi svobodou a disciplínou. Weil ohne Disziplin ist Freiheit gar nicht möglich. Protože bez disciplíny svoboda neexistuje. Okay. Also auch das können Sie alles bei Montessori schon finden. Die wusste das schon alles. Ja? Tohle věděla všechno už paní Montessori před 100 let. Nummer 5. Meine Tochter, 12 Jahre alt, war lustig und aktiv. Jetzt schläft sie nur. Oder ist allein in ihrem Zimmer, sie will an nichts teilnehmen. Ist es in Ordnung oder gibt es da Gefahr, dass sie unter Depressionen leiden wird? Moje dcera, 12 let, bývala veselá a aktivní. Teď jenom spí nebo je sama v pokoji. Nechce se do ničeho zapojovat. Je to v pořádku nebo hrozí deprese? Also ich kann nur sagen, also Menschen verändern sich. Chci k tomu říct to, že se lidé mění. Auch in der Pubertät. I v pubertě. Neigt man eher auch schon zu entweder wirklich, ist, man kann, sie können froh sein, dass sie viel schläft. Děti mají různé, nebo ty dospívající mají různé tendence, můžete být ráda, že hodně spí. Und noch besser ist, wenn sie allein in ihrem Zimmer schläft. Ještě lepší je, když spí v tom pokoji sama. Als dass sie sich mit ihrem Smartphone dahin zurückzieht. Než aby tam spala se svým chytrým mobilem. Also das wäre wichtig, ne? Also zieht sie sich zurück und also macht nur noch Kommunikation mit diesem Gerät oder braucht sie einfach wirklich ihre Ruhe? A je důležité je, jestli ona se tam schovává s tím mobilem a nebo jestli opravdu potřebuje klid. Wichtig ist nur, dass Sie aktiv Ihre Tochter beobachten. Je důležité tu dceru pozorovat aktivně. Also, dass Sie genau gucken, ne? Also, wie kommt sie dann aus dem Zimmer? Irgendwann wird sie ja wieder rauskommen. Also so zum Essen oder was auch immer. Ne? Und dann sagen, und geht's dir gut? Also einfach Kontakt auch aufnehmen. A dostat se s ní do kontaktu, když pak někdy z toho pokoje zase vyjde, třeba k jídlu, tak se jí zeptat, jak se má a tak. Wichtig ist nur, dass sie aufhören, also die Person, die die Frage gestellt hat, sich zu schnell Sorgen zu machen. Je důležité si nedělat moc rychle starosti. Weil in dem Moment, wo das vielleicht alles noch ganz okay ist, aber sie sich jetzt permanent wegen so Kleinigkeiten anfangen Sorgen zu machen,
dass sie eine Depression bekommen könnte. Protože když je ještě všechno v pořádku a vy si začnete moc brzo dělat starosti, že by mohla mít depresi. Kann bedeuten, dass ein wichtiges psychologisches Phänomen eintritt. Tak by to mohlo znamenat, že dochází k určitému psychologickému fenoménu. Das heißt self-fulfilling prophecy. A to znamená, že by se to mohlo i naplnit, to, co tam weil projektujete. Auch Gedanken können etwas bewirken. Protože i myšlenky mohou něco způsobit. Also müssen Sie gucken, was Sie mit sich zu klären haben. Takže je důležité, aby vy jste se podívali na to, co je potřeba si vyřešit v sobě. Also sehr wichtig, immer gucken, ne, so wie ist es mit der Beziehung, weil oft passiert bei uns etwas unbewusst, dass wir bei dem Kind was sehen, was aber nichts anderes ist, als wenn sie einen Spiegel vorgehalten bekommen. Protože se často stává, že vidíme něco u dětí, co ale není nic jiného, než když bychom si před sebe dali zrcadlo. Dass sie plötzlich sich selbst sehen, wie sie in der Pubertät waren. Že vidíte sami sebe, jak jste byli v pubertě. Und ihre Tochter weit von dem entfernt ist. A vaše dcera je od toho daleko vzdálená. Also wozu wir auch oft neigen, ist, dass wir so Übertragungen machen. Das läuft ja alles unbewusst, aber das ist ganz, ganz wichtig, immer aktiv zu schauen. Je důležité tohle opravdu pozorovat, protože můžeme přenášet nějaké věmy na někoho jiného. Je důležité si toho být vědom a aktivně to pozorovat. Wie soll man die Motivation der Kinder zum Interesse über das Lernen oder zum Beispiel das Lesen von Büchern erzielen? Jak můžeme dosáhnout toho, aby se děti zajímaly o učení nebo třeba o čtení knih? Also ich würde immer als erstes sagen, gucken Sie mal, ob wann Sie das letzte Mal ein Buch in der Hand hatten. Já bych navrhla, abyste se podívali, kdy jste naposled měli v ruce knihu vy. Weil ich sehe auch nicht mehr viel Erwachsene, die noch Bücher lesen. Protože myslím, že kann už sein, ani ne? Moc dospělých nečte knihy. Ansonsten würde ja, also ich finde, da ist ganz viel Vorbild spielt eine Rolle. S tím, že vzor hraje velkou roli. Natürlich wieder durch die virtuelle Welt bedingt. Samozřejmě ja. Ovlivněn virtuálním světem. Nimmt das Buchlesen tatsächlich extrem ab? Jestli opravdu děti čtou o tolik míň? Buchhandlungen müssen reihenweise schließen. Also, knihkupectví zavírají opravdu, weil Bücher gar nicht mehr gekauft werden, protože se knihy nekupují, weil die Tendenz immer mehr zu diesen wie heißen die E-Books geht, protože je tendence, že čtou elektronické knihy. Sehr gefährlich. To je nebezpečné. Das ist eine schöne Möglichkeit mal zwischendurch. To je zajímavá možnost nějaké mezičase. Es kann aber niemals ein Buch ersetzen. Sie müssen das, also ich habe das alles experimentiert. Ale je potřeba si uvědomit, že to nemůže nahradit opravdovou knihu. Všechno jsem to vyzkoušel. Ich habe das bei mir selbst untersucht, was passiert bei mir, wenn ich ein Buch lese, erst als E-Book. A já jsem si vyzkoušel, co se děje se mnou, když čtu knihu v elektronické formě. Dann nehme ich das Buch in die Hand und lese es nochmal als Buch. Tu opravdovou knihu a přečtu si ji jako tu. Es ist unglaublich, was das für ein Unterschied ist, wenn Sie eine Seite umblättern. Je neuvěřitelné, co se děje, když otočíme stránku. Weil da hat das Gehirn Zeit, beim Umblättern das nochmal wirken zu lassen, was ich gerade gelesen habe. Protože během toho otáčení stránky má mozek čas si ještě jednou uvědomit, co jsem právě četl. Die Zeit kriegt mein Gehirn nicht beim E-Book. Ale na elektronické knize na to ten čas. Weil da mache ich nur einmal. Protože tam je to hned. Also auch das sind im Interesse. Also wichtig ist immer, also ich merke, für mich ist wichtig, weil das sind alles Fragen, die wirklich total von größter Bedeutung sind. Immer an sich selbst ausprobieren. Wie geht's mir damit? Jsou to důležité věci všechno a je důležité si to vyzkoušet sám, jak to vnímám já. Und dann kann ich mit auch Jugendlichen drüber reden. A pak můžu s těmi dospívajícími o tom mluvit.
Ich hatte lange Zeit das Gefühl, dass ich dieses Leben ohne dieses Gerät überstehe. Já jsem byl dlouho přesvědčen, že tento život přežiju bez tohoto přístroje. Ich hatte bis September. Nee, was haben wir? Ja, bis September letzten Jahres hatte ich nur ein Rentner-Handy. Až do září minulého roku jsem měl jenom takový mobil pro důchodce. So. Und dachte, das reicht. To stačí. Bis ich in Moskau einen Kurs gegeben habe. Myslel jsem si, že to stačí, až než jsem jel do Moskvy na kurz. Um mich diese ganzen Russen und Russinnen ausgelacht habe, als sie mich mit diesem Gerät gesehen haben. Oni se mi vysmáli, když mě viděli s tím přístrojem. Und mich gefragt haben, ob ich glaube, dass ich in dieser Zeit noch weiter so existieren kann. A ptali se mě, jestli si myslím, že v téhle době můžu takhle dál existovat. Und mich dann total davon überzeugt haben, dass in dann habe ich gesagt, wieso, ich bin doch schon fast 70, das muss ich nicht mehr haben. Já jsem říkal, no, teď už mi je skoro 70, já to nepotřebuju. Dann haben die mir gesagt, bei uns ist das altersunabhängig. Da kann sogar noch die Oma mit 95 ein Smartphone benutzen. A oni říkali, u nás je to nezávislé na věku. I babička v 95 může dostat smartphone. Weil wenn die im östlichen Sibirien lebt, protože když žije na východní Sibiři, und möchte doch zwischendurch mal Kontakt mit ihrem Enkelkind in Moskau haben, a když přece jenom chce občas zavolat vnukovi v Moskvě, das funktioniert bei uns nur noch so. Tak u nás to jde jenom tak. Also war für mich sehr, also ein ganz neuer Aspekt so. Und dann habe ich nochmal auf der Landkarte geguckt, wie groß Russland tatsächlich ist. Das war mir so klar auch noch nicht. Pro mě to byl takový úplně nový aspekt. Fakt jsem se podíval na mapu, jak vlastně velké to Rusko doopravdy je. Das ist ja unglaublich, oder? To je neuvěřitelné. Das hört ja gar nicht auf. Ja, also ist so, ja, aber einfach und... Und dann habe ich gesagt, na gut, dann schaffe ich mir halt sowas an, weil ich möchte ja mit euch weiter im Kontakt bleiben. A já jsem pak si řekl, že si ho přece jenom teda pořídím, abych mohl s těmi lidmi v tom Rusku být dál v kontaktu. Jetzt habe ich das. Teď ho mám. Natürlich ausgeschaltet. Samozřejmě vypnutý. Aber ich habe es nur hingelegt, damit ich Ihnen das Beispiel zeigen, also ich bin im Besitz eines solchen Gerätes. A mám ho tady, ale jenom bych vám to mohl ukázat, že takový přístroj vlastním. Was aber für mich persönlich sehr bedeutungsvoll geworden ist, weil ich jetzt mich anders mit Jugendlichen unterhalten kann. A pro mě je to významné v tom, že se teď můžu jinak bavit s dospívajícími. Ich habe vorher habe ich auch Meinungen gehabt, dass das alles nichts taugt. Vlastně předtím jsem měl telefon, ale nebylo to pro, z jejich pohledu to nebylo nic. Und das ist abhängig macht und das ist alles ganz schrecklich. A já jsem jim ale říkal, že je to hrozné, že oni je mají a že, z toho, že jsou závislí na tom a že... Und dann kam mir immer schon die Blicke entgegen, ja, Opa, bleib, sei ruhig. A oni se na mě tak dívali jako, no, dědo, buď sticha. Mit deiner Moralpredigt kannst du auch aufhören. Pořád nám tady kážeš něco. Und sie hatten natürlich recht. A měli pravdu. Jetzt kann ich mich mit ihnen unterhalten. Teď se můžu s nima bavit. Und meine authentischen Erfahrungen mit ihnen austauschen. A sdílet své autentické zážitky. Ja, das ist ganz wichtig. Also ich wollte nur sagen, wie wichtig ist, es ist, ich kann nur argumentieren, gerade mit dieser Altersstufe, wenn sie wissen, der hat Erfahrung. Und jetzt kann ich wirklich mit diesen Erfahrungen ganz anders mit ihnen kommunizieren. A já můžu argumentovat s lidmi z této věkové skupiny jenom, když mám svoje vlastní zážitky. A opravdu teď můžu argumentovat úplně jinak. Okay. Also nur ganz wichtig. Takže to je důležité. Ja, also so viel zur Motivation. Ne? Das nächste, hat die Montessori-Einstellung irgendeine spezifische Prävenz von pathologischen Erscheinungen? Hat man spezifische Methoden, bestimmte Aktivitäten und so weiter? Es geht nämlich um die Zeit, wann die Jugendlichen am meisten bedroht sind. Ta otázka je, zda má Montessori přístup nějakou specifickou prevenci patologických jevů.
zda mají své metody nebo nějaké činnosti, protože je to období, kdy je mládež nejvíce ohrožena. Also eigentlich habe ich das schon beantwortet. Vlastně už jsem o tom mluvil. Also ne, es kann pathologisch werden, wenn wir ihnen nicht die entsprechenden Angebote zur Verfügung stellen können, wenn wir sie nicht herausfordern, sich körperlich zu betätigen. Může to být patologické, když jim nedáme ty správné nabídky, když je nevyzveme k tomu, aby se hýbali fyzicky. Wenn wir ihnen Arbeiten abnehmen, die sie eigentlich selber machen könnten. Když jim odebíráme práci, kterou by mohli udělat sami. Weil ich erlebe ganz viele Jugendliche, die schon eine Pathologie entwickelt haben. Protože znám spoustu dospívajících, kteří si rozvinuli patologii nějakou. Ihre Eltern zu Sklaven zu machen. A to tu, že si ze svých rodičů udělali otroky. Die schon gehört haben, dass die Pubertät was ganz Besonderes sein soll. Rodiče, kteří slyšeli, že puberta je něco neobyčejného. Und die dann so tun, als sei es eine Krankheit. Die Eltern oder die Jugendlichen, ne, die sind gut schon kondiziert. Die dospívající potom dělají, jako že to je nemoc. Und die sagen dann den Eltern, du weißt doch, ich bin in der Pubertät. A oni pak rodičům říkají, teď víš, že mám tu pubertu. Kannst du nicht den Müll selber runtertragen? Nemůžeš ty odpadky donést dolů sama? Sie lachen, das passiert ganz häufig. Smějete se, ale děje se to často. Weil eben einfach wirklich man sich nicht traut, Kindern auch Herausforderungen zu stellen. Das machst du jetzt, so pubertär kann gar niemand sein, dass du jetzt nicht hier die Arbeit machst. Protože si vlastně netroufneme dát jim nějaké výzvy, nebo jim to jasně říct, takovou pubertu zas nemáš, abys nemohl dojít dolů z odpadky. Also, ich kriege, doch, das ist, sie lachen, aber das ist wirklich schon eine, inzwischen wird es zu einer Modeerscheinung, dass manche Jugendliche sich schon darauf ausruhen, dass sie gehört haben, Pubertät ist was Besonderes und die haben das jetzt schon als Krankheit deklariert. Opravdu, sice se smějete, ale opravdu se to stává často, že se doslechnou dospívající, že je to opravdu něco jako speciálního, ta puberta, a chovají se, jako kdyby to byla nemoc. Ja, also ganz, kommt in ganz bestimmten Fällen kommt es immer wieder vor, wo ich denke, mein Gott. So, ja. Opravdu se to děje často. Gut. Ist dieser Typ der Schule, ah, das ist jetzt interessant, die Frage. Also ist dieser Typ der Schule, also Montessori, für ehrgeizige Eltern geeignet, die erfolgreiche Kinder haben wollen? Je tento typ školy vhodný pro ambiciózní rodiče, kteří chtějí mít úspěšné děti? Ich würde sagen, für die Kinder besonders geeignet. Pro děti těchto rodičů je to velmi vhodné. Weil die Montessori-Pädagogik, wenn man sie sehr ernst nimmt, unglaublich große Herausforderungen an Schülerinnen und Schüler stellt. Protože Montessori pedagogika, když ji bereme opravdu vážně, staví dospívající před velké výzvy. Und Kindern die Möglichkeit gibt, weit über das hinauszugehen, was eigentlich der staatliche Lehrplan vorschreibt. A dává dospívající možnost naučit se daleko víc, než co vyžadují státní osnovy. Das heißt eigentlich, da kann man nur sagen, es ist eine richtig ehrgeizige Pädagogik. Jak je to vlastně velmi ambiciózní pedagogika. Wenn man genau hinschaut. Když se na to podíváme přesně. Ja? Und gerade in der Zeit vom sechsten Lebensjahr bis zum zwölften Lebensjahr, also ne, wo die Kinder ja hier noch zusammen sind, also hier geht ja die Schule bis zur fünften Schulstufe. Takže vlastně od prvního do první, od 6 do 12 let, tady to je tak, že vlastně první až pátá třída je první stupeň.
Bei uns in Bayern nur bis zur vierten Schulstufe. My v Bavorsku to máme jenom do čtvrté třídy. Bei uns in Bayern werden die ehrgeizigen Eltern schon ab der dritten Klasse unruhig. Takže u nás už ve třetí třídě se stávají ambiciózní rodiče neklidnými. Weil das Kind nach der vierten Klasse aufs Gymnasium gehen muss. Protože po čtvrté třídě musí dítě na gymnázium. Hier haben sie wenigstens noch ein Jahr länger Zeit. Das tady máte schön. Naštěstí aspoň o rok díl. Das heißt, also was gab's bei uns auch lange Zeit? Jsme tohle dlouho také měli. Und zwar, weil viele Eltern nicht genügend informiert waren, was wirklich es für Möglichkeiten gibt mit der Montessori-Pädagogik. A to proto, že hodně rodičů nebylo dostatečně informováno, co za možnosti v Montessori-pädagogice je. Und dann eben halt natürlich der Druck der Gesellschaft, riesengroß ist. A samozřejmě tlak společnosti je obrovský. Weil in Deutschland weiß jeder, dass nur noch jemand eine Lebenschance hat, wenn er mindestens Matura hat. Protože v naší společnosti je, se říká, je jasné, že přežít může jenom ten, kdo má alespoň maturitu. Handwerker sind in Zukunft nicht mehr lebensfähig. Řemeslníci nepřežijí v budoucnosti. Wenn man aber in die Gesellschaft reinschaut, sieht man die Handwerker, dann geht's viel besser als den Studierten. Ale když se podíváme přesně do té společnosti, tak vidíme, že řemeslníkům se daří líp než těm, co vystudovali. Die haben so viel Arbeit. Oni mají tolik práce. Dass wenn man sie braucht, sie nie Zeit haben, weil die sind dreifach ausgebucht. Že když je potřebujeme, tak nemají nikdy čas, protože mají třikrát víc práce než času. Manche Leute, die studiert haben, vegetieren vor sich hin. Někteří lidé, kteří vystudovali, jen tak vegetují. Mit ihrem Doktortitel oder was auch immer. Titulem. Das heißt also, das sind so die, also so wird in der Gesellschaft gesprochen, obwohl man genau weiß, dass es nicht stimmt. Takže takhle se mluví ve společnosti, i když přesně víme, že to tak není. Und ich finde, wir müssen einfach genau hinschauen. A myslím, že je potřeba se dívat přesně. Und da braucht es viel Aufklärungsarbeit auch für die Eltern. Das machen wir sehr intensiv inzwischen. A k tomu je zapotřebí hodně osvěty pro rodiče, tomu se věnujeme velmi intenzivně. Dass Kinder wunderbar aufgehoben sind hier auch bis zur 9. Schulstufe erstmal in diesem System. Že dětem nebo dospívajícím je dobře v tomhle systému až do 9. třídy. Und dass sie dann ihren Möglichkeiten entsprechend wunderbar in die nächste Stufe wechseln können. A že podle svých možností a schopností pak budou moc přejít do té další školy nebo k tomu dalšímu vzdělávání. Das, was für sie passt natürlich. Samozřejmě podle toho, co je pro ně to správné. Also bei uns gehen immer noch ganz viele Jugendliche nach, bei uns können sie auch noch eine 10. Klasse gehen. U nás můžou jít ještě do 10. třídy na škole normální. Also auf, wenn es der Wunsch ist, der Eltern und so weiter, lassen doch noch ein Jahr da. Když si to tak přejí rodiče, tak tam můžou zůstat ještě tu 10. třídu. Und bei uns gibt es immer mehr Jugendliche, die dann sagen, jetzt will ich erst mal was Vernünftiges machen, mach jetzt eine Lehre. A je víc a víc dospívajících, kteří říkají, teď chci nejdřív dělat něco smysluplného a vyučí se nejdřív. Weil die haben schon gehört, dass man da ein bisschen Geld verdient. Protože se doslechli, že se pak dá vydělat i trochu peněz. Und nicht mehr so abhängig ist von diesen Eltern. A pak už člověk není Geld. Tak závislý na rodičích a na jejich penězích. Also das ist immer mehr Trend bei Montessori-Schülern, erstmal was Vernünftiges machen. Takže u Montessori dospívajících je to teď takový trend, že chtějí nejdřív dělat něco smysluplného. Also sie machen dann eine Lehre in irgendeinem Beruf, der sie besonders anspricht, interessiert. Že se vyučí v nějaké oblasti někde, co je zajímá. Dann lernen sie ein bisschen das Leben kennen. A pak poznají trochu život. Und wenn sie die Lehre fertig haben, a když to se vyučí, dann gehen sie auf die weiterführende Schule, tak jdou dál studovat. Um dann auch noch die Matura zu machen. A pak si udělají maturitu. Weil die kannst du bei uns jederzeit machen. Protože u nás se dá maturita dělat kdykoliv. Und die, das sind übrigens, das sind bei uns auch die besten Lehrer und Lehrerinnen. To jsou u nás ti nejlepší učitelé a učitelky potom. Die zwischendurch mal was Vernünftiges gearbeitet haben. Ti, co mezi tím dělali nějakou pořádnou práci.
Ja, als die, so wie ich, gehört zu denen, die quasi direkt von der einen Schulbank auf die nächste Schulbank und dann eben auf die nächste Schulbank gegangen sind. Also die im Grunde genommen, wobei ich das Glück hatte, weil ich eben durch meine Eltern die Welt der Arbeit auch kennenlernen durfte. Also je to daleko lepší než ti takový jako já, který z jedné lavice se přesunuli do druhé a pak zase do další, i když já jsem díky svým rodičům ten svět práce trošku poznat mohl. Also wichtig ist, schauen Sie einfach, was Ihre Kinder oder dann Jugendlichen, was die wirklich interessiert und nicht auf den Ehrgeiz, es muss geradlinig zum Abitur oder zur Matura gehen. Opravdu se dívejte na to, co vaše děti a dospívající zajímá a nejenom na to, že by to mělo jít přímočaře až k maturitě. Es ist nicht immer für die Jugendlichen der beste Weg. Není to vždycky pro dospívající nejlepší cesta. Manche Menschen brauchen dieses. Manche. Někteří lidé to potřebují trošku klikaté. Für manche ist das auch okay. Pro některé je i to přímočaré dobré. Aber jemand, der so sich durchgeschlängelt hat, ale někdo, der ist gut im Schlängeln, der kommt immer gut durch. Někdo, kdo se proplétal tím životem různě, tak ten se proplete vždycky. Die, die so steil den Weg nehmen, a ti, co jdou tak prudce nahoru, die stürzen auch steil runter. Tak pak prudce spadnou. Jo, mei. Also wichtig ist, man muss wirklich gucken, ne? Also was passt für wen? Und wir wissen inzwischen, dass viele Leute, die so ehrgeizig, so steile Karrieren machen müssen, dass die auch nicht unbedingt die höchste Lebenserwartung haben. Mezi tím i víme to, že ti, co jdou tak přímočaře, prudce vzhůru, takže se nedožívají tak vysokého věku. Ja, also, weil was nützt es, wenn du einfach nur ehrgeizig, zum Ziel und dann bist du 35 und dann Herzinfarkt, tot. Schade, oder? Čemu je to dobré, když tak moc děláme, snažíme se v 35, jsme se tam dostali k tomu cíli a pak máme infarkt. Also so viel zu Ehrgeiz und erfolgreich. Takže to jsem chtěl říct k té cti žádostivosti. Gut. Úspěchům. Wie ändert sich meistens die Einstellung und die Motivation zum Prozess des Lernens und der Welche? Ja, Nummer 9, die ändert. Hast du? Wie ändert sich meistens die Einstellung und die Motivation zum Prozess des Lernens und der Selbstarbeit eines Kindes, das zur Adoleszenz wird? Im Falle, dass das Kind uninteressiert ist, wie wird diese Situation im Montessori-Unterricht gelöst? Jak se obvykle mění přístup a motivace dítěte, které se mění v adolescenta, k procesu učení a samostatné práci ve škole? Pokud nastane změna zájmu dítěte k učení, respektive přijde nezájem, jak se v prostředí Montessori výuky dá řešit? Also, es ist ganz einfach. Also für mich. Pro mě je to úplně jednoduché. Wie ich das löse, kann ich Ihnen zeigen. Já vám můžu ukázat, jak to řeším. Also wenn ich zu Jugendlichen komme, die desinteressiert sind und chillen, když já přijdu k dospívajícím, který nemají o nic zájem, dann komme ich als Lehrer voller Dynamik und Energie. Tak já přijdu jako učitel plný dynamiky a energie. Und sage, Leute, heute Nacht ist mir was eingefallen. Das hat mich die ganze Nacht beschäftigt, das muss ich jetzt mit euch machen. A já jim řeknu, lidi, dnes večer, včera večer mě něco napadlo a celou noc mě to zaměstnávalo, já teď to potřebuju s váma vyzkoušet. Dann gucken die ein bisschen komisch. Se na mě tak divně podívají. Dann sagen die, haben Sie ein Problem? A zeptají se mě, jestli mám nějaký vážný problém. Dann sage ich voller Energie, ich nicht. Aber ihr řeknu, scheinbar. Plný energie. Já ne, ale asi vy. Dann hoffen die, dass ich mich noch beruhige. Oni doufaj, že se ještě uklidním. Aber weit gefehlt, ich kann mich noch mehr reinsteigern. Ale já se neuklidním, ještě se do toho víc dostanu.
Dann werf ich meine Materialien auf den Teppich. Pak hodím svůj materiál na koberec. Werf mich mit dazu. A skočím tam k tomu. Und sage einfach, ich fang schon mal an. A řeknu, já už začnu. Und dann begeben sie schon 3-4 mit auf den Teppich, schon allein aus Mitleid. A tak 2-3 se ke mně přidají ze soucitu. Das kann man nicht den ganzen Vormittag machen oder den ganzen Tag. Ale to nemůžu dělat celé dopoledne. Aber ich würde es allen Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Stufe arbeiten, empfehlen, einfach zwischendurch mal. Ale občas bych to tak pro změnu doporučil všem kolegyním a kolegům, kteří s touto věkovou skupinou pracují. Weil die Schülerinnen und Schüler dann sehen, was das macht. Also das, was es macht, wenn ich plötzlich an was interessiert bin und ich mich glücklich fühle. Und, was, und ne, das heißt ja auch, wenn ich was gerne mache und mich glücklich fühle, dass ich dann andere damit anstecken will. Und auch meistens steckt man auch damit an, nicht jeden. Oni potom vidí, co to s člověkem dělá, když se člověk o něco zajímá, když je nadšený, když chce něco sdílet a že vlastně potom dokáže tímhletím nadšením nakazit i ostatní. A většinou to funguje. Ja, und da spielen oft Kleinigkeiten eine Rolle. Also wie ich heute hier, was ich heute hier auch gesehen habe. I maličkosti hrají roli, co jsem tady viděl během dopoledne. Also ich war heute hier und dann habe ich eben in einem Raum, also auch wo diese eben diese Pubertierenden sich hier aufhalten. A byl jsem tady v těch místnostech, kde se tito dospívající tady v těch místnostech, kde pobývají. Da hatte eine Lehrerin so Sprachematerial ausgelegt auf so einem Teppich. A jedna učitelka tam rozložila pomůcku k jazyku. Und waren auch Schüler drumherum? A byli tam i nějací dospívající kolem? Also Präsentation war, glaube ich, schon vorbei. Präsentace už proběhla. Also die Lehrerin lag nicht mehr am Teppich unten. Učitelka už tam neležela na koberci. Das Material lag noch da. Ale ta pomůcka ano. Aber allein wie das Material gestaltet war, das war so genial. Ale tak jak ta pomůcka byla vytvořena, bylo geniální. Weil es waren ja einfach es ging um Satzstrukturen und so weiter, aber was viel wichtiger war, šlo o strukturu věty, ale co bylo ještě důležitější, wo ich zuvor das Gefühl hatte, da müssen sich die Jugendlichen einfach angesprochen fühlen und hingezogen fühlen. Já jsem vnímal, že to musí ty dospívající přitahovat. Weil es waren Bilder von den coolsten, abgefahrensten Typen, die man sich vorstellen kann. Protože tam byly fotky úplně těch neobvyklejších lidí a obličejů, takových těch, co se o ně ti dospívající zajímají. In der Mitte eine Frau, uprostřed žena, à la Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, blond und jo, blondětá Marilyn Monroe. Und drunter, ich habe da drunter geguckt, was waren's? Ich habe gesehen, waren noch mehrere Bilder, da war sie dann schwanger. Pod tím byla na fotce těhotná. Die gleiche Frau, also sah ein bisschen verformt aus. Stejná žena, ale těhotná. Und um die Frau herum ganz merkwürdige Männertypen. A kolem té fotky té ženy byli takoví zvláštní muži. Also allein mir ging so, ich dachte, also ich würde es gerne lesen wollen, aber die Helena hat mir es dann ein bisschen übersetzt. Also was da auf Change. Já jsem si to sám chtěl přečíst, a Helena mi to trošku přeložila. Und da ist mir klar geworden, wie man nur durch so Kleinigkeiten wie Bilder und sowas etwas, was vielleicht sonst ganz langweilig sein kann, also so zu lernen, wo das plötzlich in einen Blickfang gekommen ist, wo man sich dem gar nicht mehr entziehen kann. A tam jsem si uvědomil, jak důležité jsou ty detaily, kde věc, která by jinak byla třeba nudná, tak jenom tím, jak ji prezentujeme a na čem, tak už prostě se od toho nedá odtrhnout. Ja, und da sehe ich dann, wenn ich natürlich so sowas sehe, dann merke ich,
Naja, die haben das Wesentliche von dem Montessori-Zeug schon verstanden. Also das, natürlich, solche Bilder würde man niemals jetzt bei den kleinen 6- bis 9-Jährigen hinlegen. Die würden denken, oh Gott, was sind das für schreckliche Typen. A když jsem to viděl, jak jsem říkal, no tak ti už ty Montessori-principy pochopili. Ale samozřejmě bych takovéhle fotky neukazoval dětem 6-letým. Das heißt, man muss auch das Material immer anpassen an die entsprechende Entwicklungsstufe. Das muss passen. Je vždycky potřeba udělat tu pomůcku, aby to odpovídalo té věkové skupině. Und das fand ich sehr beeindruckend heute Nachmittag, als der Herr von der Verwaltung hier saß. Ne? A to mně přišlo úžasné během odpoledne, když jsme tady byli a byl tady pan radní. Der mit einer Überzeugung und Inbrunst gesagt hat, dass er das so großartig findet, dass eben die Montessori-Pädagogik, so wie er es ja hier auch wohl auch kennt, eine Pädagogik ist, die immer mit der Zeit geht und immer auf dem neuesten Wissenschaftsstand ist. A on říkal, že ví, že Montessori-Pädagogika je vždycky jde s dobou a odpovídá nejnovějším výzkumům vědy. Das ist großartig, oder? Wenn so wichtige Leute von der Gemeinde schon mal wissen, um was es geht. Je úžasné, když ti důležití lidé, kteří vlastně jsou jako z vedení města, vědí, jak to funguje. Und der saß bis zur letzten Minute da, gell? Seděl tady celou dobu. Mit der Kollegin. I se svojí kolegyní. Und ich weiß jetzt schon. Ich hoffe, der bleibt lange im Amt. Also das ist nicht eine andere Partei oder sowas. Že v tom úřadě zůstane dlouhou dobu. Ich weiß jetzt schon, dass er dafür sorgen wird, dass in seinem Bezirk bald noch viel mehr Montessori-Klassen entstehen, wie jetzt hier die paar wenigen, die es hier gibt. Teď už vím, že on se postará o to, aby v jeho oblasti vzniklo ještě spousta dalších Montessori-škol, než jen tahle jedna. Seine Kollegin hat gleich gesagt, wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen. Jeho kolegyně říkala, neviděli jsme se naposled. Genau, also das ist ganz, ganz schön, nur dass Sie wissen, wir waren hier schon sehr politisch aktiv heute Nachmittag. Abyste věděli, že jsme tu byli velmi politicky aktivní dnes odpoledne. Und das habe ich auch letztlich hier dem Team von der Schule zu verdanken und sicherlich auch einigen Eltern, die das letzte Mal auch bei meinem Vortrag hier waren. A za to bych chtěl, jsem vděčný tady týmu, kolegyním a kolegům ze školy a i některým rodičům, co byli u mé poslední přednášky. Wo wir ja noch in einem sehr schönen, kleinen, intimen Kreis unten in einem Klassenzimmer saßen. Kde jsme seděli v jedné třídě dole v takovém malém kroužku. Und ich gesagt habe, das nächste Mal möchte ich, dass da mehr Leute da sind und Leute auch, die eben was zu sagen haben. A já jsem říkal, že bych chtěl, aby příště přišlo víc lidí, aby tady byli i lidé právě z vedení města. A tak. Und ich bin stolz auf euch, dass ihr das hingekriegt habt. Na vás moc hrdý, že jste to zvládli. Weil wir brauchen eine breitere Öffentlichkeit, die auch ein Verständnis dafür hat. Wir können das nicht nur immer in unserem kleinen Kreis so nett miteinander haben. Potřebujeme i širší veřejnost, aby o tom věděla, nemůžeme si to všechno tvořit jenom v našem malém milém kroužku. Weil die Bevölkerung wartet ja drauf, dass mehr passiert. Protože lidi na to čekají, že se toho bude dít víc. Und es wird in den Jahren immer mehr Kinder geben, deren Eltern ihr Kind in einer Montessori-Zweig unterrichtet haben wollen. V budoucnu bude víc a víc rodičů, kteří budou chtít, aby jejich děti chodili do Montessori školy. Und das kann nicht das bisschen na Beranku bedienen. A to tady tahle škola všechno nedokáže obsloužit. Das heißt, es muss noch viel mehr von diesen Zellen hier überall geben. Takže je potřeba, aby těchto buněk vzniklo ještě daleko víc. Und die wird es geben, ja? Určitě vzniknou. Also, was haben wir noch? Das ist auch nett jetzt, was kommt. Wie kann ich das erzielen, dass ich alles nicht 10-mal sagen muss? Jak můžu docílit toho, abych nemusela všechno říkat 10-krát? Das kann ich ganz einfach beantworten, indem man es einfach nur einmal sagt. Docílíte toho tak, že to prostě řeknete jenom jednou. Weil das ist ja peinlich.
Also wenn ich mir vorstelle, wie peinlich man wird schon nach dem fünften Mal. Když si to představím, jak trapné to je už, když to říkám po pátý. Und wenn Sie es ein sechstes Mal sagen, müssen Sie davon ausgehen, ihr Jugendlicher hört sowieso nicht mehr zu. A když to řeknete po šestý, tak musíte vycházet z toho, že to ten dospívající už stejně vůbec neposlouchá. Und nach dem zehnten Mal haben Sie viel zu viel Energie verschwendet, die Sie besser anders verwenden können. A po desáté už jste na to vyplýtvali tolik energie, že jste si ji mohli ušetřit na něco jiného. Weil Sie müssen sich das vorstellen, was das bedeutet. Sie rennen Ihrem Kind hinterher und immer wieder so wie ein Mantra. Wiederholen Sie das. Das Kind hat das Gefühl, was ist denn das da? Was wollen die eigentlich von mir? Když si to představíte, že běháte za svým dítětem a opakujete všechno jako mantru, tak to dítě už vlastně vůbec nechápe, co se děje. Man macht sich ja fast lächerlich. Vom eigenen Kind. Sami sebe zesměšňujeme před našimi dětmi. Also besser ist es wirklich einmal klar zu sagen oder zu artikulieren, was sie wollen. Je lepší to říct jednou jasně. Und dann einfach zu gucken, was passiert. A pak pozorovat, co se stane. Und wenn sie aber was wollen, was passieren soll, dann kommt das Thema Disziplin. Da ist die Freiheit vorbei. A když je to ale něco, co chcete, aby se stalo, tak už je po svobodě a přichází na řadu disciplína. Nummer 11 hatten wir schon. 11 už jsme měli. Wie ich selbst war, als ich in der Pubertät war. Jaký jsem byl já v pubertě. Dann, wie kann man mit Kindern in diesem Alter arbeiten, die unterschiedlich sind, die in der Inklusion sind? Welche Erfahrung haben Sie damit? Jak pracovat s dětmi s odlišnostmi v tomto věku, s dětmi v inkluzi? Jaké zkušenosti s tím má pan Kau? Indem ich mit den Kindern, die in der Inklusion sind, genauso arbeite wie mit den anderen. S dětmi v inkluzi pracuji úplně stejně jako s ostatními dětmi. Weil das ist auch ein Mensch wie jeder andere auch. Protože to je člověk jako každý jiný. Und es ist schon schwierig genug bei uns, wir machen ja schon lange Inklusion in Bayern mit Montessori. V Bavorsku děláme inkluzi už dlouho. Da ist es teilweise schwierig, weil eben für die Kinder, wenn sie als solche Kinder diagnostiziert sind, a pro ty děti je to obtížné, když jsou diagnostikováni, teilweise extra Personal zur Verfügung gestellt wird, das auch bezahlt wird. Protože jim jsou přiděleni nějací asistenti nebo asistentky. Die aber dann glauben, sie sind nur für dieses Kind zuständig. A ti si pak myslí, že jsou tam jenom pro to dítě. Und dann ist es die Hölle für dieses Kind. A pro to dítě je to peklo. Wenn du eine solche ständige Klette neben dir hast, die dazu da ist, dich zu begleiten. Když se na vás někdo pořád lepí, který pořád má na práci jenom to, že vás doprovází všude. Weil dann merkt ja das Kind, dass es anders ist wie die anderen, sonst würde nicht ständig so eine Person da sitzen. Und ständig noch einem extra was erklären. Pak to dítě vidí, že je jiné než ostatní, protože jinak by vedle něj ten člověk nebyl a nevysvětloval mu pořád ještě něco navíc. Da ist die größte Aufgabe, wie man das hinkriegt, das Personal so zu schulen, dass sich alle gleichermaßen für alle Kinder verantwortlich fühlen. To nejdůležitější je zaškolit tyhle asistenty tak, aby se cítili zodpovědní za všechny děti. Aby se všichni dospělí cítili zodpovědní za všechny děti. Und nicht die Heilpädagogin oder der Heilpädagoge meint, er ist nur für das Heil dieses behinderten Kindes zuständig. Aby se ten léčebný pedagog necítil, že je zodpovědný jenom za to, aby se dařilo tomu postiženému dítěti dobře. Sondern sie oder er ist für alle zuständig. Ale že se má starat o všechny děti. Also das ist eine große Kunst und über die muss man sich auch ganz viel unterhalten. A o tom je potřeba se hodně bavit. Ja, weil sonst ist das Kind zwar Inklusionskind in der Gruppe, aber es wird in der Gruppe, in der Inklusion trotzdem ausgesondert. Protože tak jinak je to dítě vlastně uvnitř té skupiny, ale v té skupině je vyčleněno.
Und das kann schlimmer sein, wie wenn ein Kind gleich mit anderen Kindern in der Sonderschule ist. A to může být horší, než kdyby rovnou šel do speciální školy. Also das ist wirklich eine große Kunst und da haben wir einfach ganz viel, also ich habe da jetzt 46 Jahre Erfahrung, also richtig lange Erfahrung, wie man das richtig gut machen kann. Und deswegen hoffe ich, dass ganz viele auch einfach diesen Workshop in Anspruch nehmen, wo man ganz viel darüber reden muss. A takže to je velké umění, je potřeba hodně o tom mluvit a doufám, že se hodně lidí zúčastní toho workshopu v září, kde se tomu budeme věnovat. Kann die Montessori-Pädagogik die Kinder dazu erziehen, dass sie sich selbst bemühen, sich immer zu verbessern und sich auszubilden? Dokáže Montessori-Pädagogika dovést děti k tomu, aby měli sami snahu neustále se zlepšovat a vzdělávat. Ja, das ist die Hauptaufgabe von der Montessori-Pädagogik. To je hlavní úkol pedagogiky Montessori. Weil ich ja nicht unterrichte. Teď já je nevyučuji. Ja, das heißt, das Kind weiß, ich kann dich nur inspirieren, aber für deinen Lernfortschritt bist nur du verantwortlich. Já je můžu jenom inspirovat, ale ty děti a dospívající musí vědět, že za pokroky v učení jsou zodpovědní sami. Vom ersten Tag in der Schule an. Od prvního dne ve škole to musí děti vědět. Dass es ihre Aufgabe ist, die Zeit, die sie hier verbringen mit diesem wunderschönen Material, mit mir als Inspiration, ja, dass sie die optimal für sich nutzen. Aby využívali čas, který mají ve škole, s těmi nádhernými pomůckami a se mnou jako s inspirací, aby ten čas využívali optimálně. Und das Schöne ist ja bei hier in der Montessori-Klassen, dass wir die Mischung der Jahrgänge haben. A to hezké na Montessori třídách je, že máme věkově smíšené třídy. Dass die Kinder sich ja auch gegenseitig noch inspirieren können. Že se mohou děti inspirovat i vzájemně. Ja, dass ein Kind, das in der dritten Schulstufe ist, das kann ja schon mehr als das Kind, das gerade in die Schule gekommen ist. Že dítě ve třetí třídě toho umí víc než dítě, které právě přišlo do školy. Und die Kinder sind ja ständig diesen Vorbildern ausgeliefert. A děti jsou pořád nebo vidí ty svoje vzory. Und dann ist jedes Kind, das so in der ersten Klasse ist, oh, das will ich jetzt auch schon bald können, was die da kann und was der da kann. Und die würden am liebsten das alles von heute auf morgen gleich können. Ja? Das heißt also, das ist ein unglaublicher Anreiz. A pro ně je to velmi povzbuzující. Oni by chtěli určitě hnedka v první třídě už umět všechno to, co umějí ty děti ve třetí. Muss mal gucken, jetzt machen wir gleich eine Pause. Ich mache gerade den Zettel noch zu Ende. Ještě tady dotáhneme tu stránku. To už jenom jedna otázka. Zwei Fragen noch auf der. Zwei. Ich habe eine gesagt. Ach so, 14? Ja. 14. Okay, dann nehmen wir die 15, nehme ich dann. Ach so, ich habe es anders. 14. Haben die Kinder aus der Montessori-Schule mehrere Fertigkeiten und welche als die Kinder aus der klassischen Schule? Schöne Frage. Jestli mají děti z Montessori-Školy víc dovedností než děti z klasické školy? Also die eine Sache habe ich schon beantwortet, dass sie eben, was den Inhalt anbelangt, durch diese anspruchsvollen Anregungen wie kosmische Erziehung, schon allein durch das viel mehr Inputs kriegen, als jetzt ein Kind, wo ganz brav nur nach Lehrplan abgearbeitet wird. Tu jednu also stranu už jsem zodpověděla, to je, že co se týče obsahu, díky kosmickým příběhům, vlastně mají daleko víc těch vstupních informací děti z Montessori školy, než když se pracuje podle klasických osnov. Also sie werden viel umfassender im Grunde genommen inspiriert. Je to takové jako celistvější ta inspirace, kterou jim dáváme k práci. Dann entwickeln sie eine unglaublich hohe Sozialkompetenz, dadurch, dass sie in diesen gemischten Gruppen sind. Tím, že jsou ve věkově smíšených skupinách, si vytvářejí silné sociální dovednosti. Sie üben sich ständig im Team zu arbeiten. Pořád si procvičují práci v týmu. Was du für spätere Leben unbedingt brauchst. Co později v životě budou určitě potřebovat.
Ja, also sie entwickeln sich nicht zu Einzelkämpfern. Nevyvíjejí se k takovým těm osamělým samostatným bojovníkům. Und deswegen sehe ich in der Montessori-Pädagogik die einzige Rettung, um mit dieser Digitalisierung, die uns einfach eingeholt hat, der wir uns nicht entziehen können, um der noch eine vernünftige Balance zu geben. A proto vidím v pedagogice Montessori takové vyvážení toho, té digitalizace našeho světa. Weil die Digitalisierung sorgt für Egozentrismus, protože für Einzelgängertum. Digitalizace způsobuje egocentrismus, a to, že každý jako dělá sám za sebe. Erhöht die Aggressivität. Zvyšuje agresivitu. Weil man nicht mehr übt, wie man miteinander irgendwas machen muss. Protože se neprocvičují lidi v tom, jak dělat něco s někým dalším. Und das ist wunderbar, wenn man das hat, um Informationen zu kriegen. Je skvělé, když ty technologie máme, abychom si mohli vyhledat informace. Und Montessori ist der wunderbare Ausgleich dazu. A k tomu to vyvažuje skvěle Montessori přístup. Also, wenn, das muss ich die Waage halten. A protože to nějak vyvážit musíme. Pause. Přestávka. Okay, dann machen tak wir weiter. Budeme pokračovat další otázkou. Mohl by si sdílet své myšlenky, jak můžu jako rodič podpořit své dítě v Montessori škole a jak můžu podpořit školu? Ja, indem Sie so rege an Informationsveranstaltungen teilnehmen, zum Beispiel. Školu můžete podpořit a i své dítě tím, že se budete účastnit takovýchto akcí třeba? Genauso aktives Interesse zeigen an der Arbeit in der Schule, indem Sie mal hospitieren oder indem Sie auch regelmäßig zu den Elternversammlungen gehen. Ukážete zájem o dění ve škole tím, že se občas půjdete do školy podívat, hospitovat a že budete se účastnit rodičovských setkání? Oder eventuell sogar eben, wenn Sie bestimmte besondere Fähigkeiten besitzen als Eltern, die Sie gerne der Schule zur Verfügung stellen wollen, wie jetzt hier der Opa, der eben Physik macht, dass sie das eben einfach auch als Unterstützung mit reinbringen in die Schule. Nebo když máte nějaké dovednosti, znalosti, které byste mohli sdílet se školou, jako tady jeden pán starší takhle předává fyziku s nadšením dětem, dospívajícím, tak to je také dobrý způsob. Ja, das ist eigentlich. Jetzt brauchen wir nicht mehr die Frage in Deutsch vorlesen, weil die zwei Damen, die gerne vorher Deutsch haben wollen, die mussten nach Hause gehen, weil ihre Kinder auf sie gewartet oder auf sie warten. Also machen wir jetzt immer gleich direkt Tschechisch. Už nebudeme číst ty otázky v němčině, protože ty dvě paní už museli odejít za dětmi, takže česky rovnou. Jak mohu svému dítěti pomoci, aby mělo rádo samo sebe takové, jaké je? Das war die kurze Frage, so lange. Wie kann ich denn meinem Kind helfen, so, dass es sich selbst mag? Das hat sich so lang angehört. Okay, alles gut. Ja. Wie to znělo moc dlouhý v češtině. Ja, das habe ich ja schon indirekt ein bisschen beantwortet. Also, dass Kinder oft nicht mit sich selbst zufrieden sind. Das hängt damit zusammen, dass sie sich sehr schnell mit anderen Kindern vergleichen und so sein wollen wie andere Kinder. Už jsem trochu na to odpověděl. To, že nejsou dospívající se sebou spokojení, je způsobeno tím, že se hodně srovnávají s jinými, se spolužáky nebo s kamarády a chtějí být jako oni. Und das bei jüngeren Kindern kann das schon passieren, dass sie immer mit sich unzufrieden sind. Da ist wichtig, dass man ihnen einfach nur sagt, wir mögen dich so, wie du bist. Du musst jetzt nicht immer gucken, wie der das macht oder die das macht. Mach du es so, wie es für dich passt. Může se to stát už i u menších dětí. Tam je důležité jim říct, že my tě máme rádi takového nebo takovou, jaká jsi. Dělej to tak, jak to děláš. Nemusíš to dělat jako někdo jiný.
Schwierig wird es dann in der Pubertät, v pubertě je to potom obtížnější, weil sich die Jugendlichen gerne so zu peer groups zusammentun. Protože se ti dospívající dávají dohromady do skupinek různých. Und sich am liebsten manche also gegenseitig kopieren würden. A nejradši by se skopírovali. So, also was ich, die Jungs genauso viele Muskeln haben wollen wie der Freund, aber sie wissen, dass sie so kümmerlich aussehen wie ich, dass es eben nichts wird. A takže by třeba chtěli mít kluci tolik svalů jako nějaký kamarád, ale vědí, že z toho nic nebude. Und die Mädchen, die vergleichen dann immer ihren Busen gegenseitig, zum Beispiel in der Zeit. Holky si zas porovnávají prsa navzájem. Ja, also kommen wirklich sehr, sehr brisante Themen teilweise. Takže jsou to dost taková složitější témata. Und da kann man immer nur drin bestärken, dass sie einfach, dass sie wunderschön sind, takže so wie sie sind. Takže můžeme jenom jim pořád připomínat, že jsou krásní, jací jsou. Und dass sie ihre eigene Schönheit auch so annehmen, wie sie ist. Že je důležité, aby svoji krásu přijali takovou, jaká je. Wobei, das kann ich mich erinnern, als ich mit Jugendlichen im Alter gearbeitet habe, das war auch ein ganz zentrales Thema von meiner Arbeit als Lehrer in der Schule. A pamatuji se, když jsem pracoval s dospívajícími ve škole já, takže to byla klíčová práce pro mě i jako pro učitele ve škole. Also da habe ich auch den Eltern ganz viel oft abnehmen können. A pak, tak jsem dokázal odebrat spoustu věcí i rodičům. Indem ich einfach ihnen ganz klar gesagt, ich dulde es nicht, dass sie sich mit anderen vergleichen. Já jsem jim jasně říkal, že nestrpím, aby se pořád porovnávali s jinými. Und dass jeder und jede das Recht auf seine oder ihre eigene Schönheit hat. A že má každý právo na svoji vlastní krásu. Und da muss man mit Jugendlichen ganz viel auch drüber reden, wo kommen deine Irritationen her? Wer beeinflusst dich denn? A je důležité s dospívajícími mluvit i o tom, kdo je ovlivňuje, odkud to pochází, že sebe nepřijímají. Und dann packen die ziemlich schnell aus und dann kommt raus, dass sie eben beeinflusst werden von dieser grausamen Medienwelt. A rychle potom to vybalí a přijde se na to, že je ovlivňují i média. Ja, bei uns gibt's ja in den Medien eine blödere Fernsehsendung nach der anderen. My máme jedno hloupější vysílání v televizi než druhé. Deutschland sucht den Superstar. Německo hledá superstar. Wer ist das schönste Mädchen im ganzen Land? Kdo je nejkrásnější dívkou v celé zemi? Also mein Schneewittchen war ja noch harmlos, ja? Sněhurka byla ještě taková nevinná. Aber jetzt da hat ja auch schon immer diese Verzauberung stattgefunden. Už tenkrát se to dělo jako kouzlení, ale und in Deutschland kommt sowas ständig im Fernsehen. Nur da ist die Böse, die eben ständig die Mädchen irritiert, ist die Heidi Klum zum Beispiel. Die gehört längst ins Gefängnis gesteckt. Ale vlastně teď se to děje stále pomocí médií a ty, co vlastně takovéhle vysílání vedou, tak ty by měli zavřít. Ich möchte nicht wissen, wie viele junge Mädchen die auf dem Gewissen schon hat. Wie heißt die Heidi Klum? Heidi Klum heißt sie, so eine Model-Type da. Jedna modelka, která vlastně, že Klaus říká, že nechce vědět, kolik má holek na svědomí. Aber solche Wahnsinnigen gibt es überall, die gibt es in Tschechien auch. Also takovéhle, es gibt überall so Verrückte. Takovéhle lidé jsou ale určitě i tady v Čechách. Ja, und das macht natürlich Eindruck auf die jungen Mädchen, ne? Weil das hat dann meistens, kriegen die Informationen, dass die unglaublich viel Geld kriegen und dann schwelgen sie im Reichtum, ne? Wenn sie ihren Körper hergeben. Und es ist wirklich, also die Verführung, wenn sie da als Eltern nicht drauf achten und bei mir, ich habe gemerkt, dass viele Eltern oft keine Zeit hatten, das intensiv zu besprechen, also habe ich es in der Schule mit übernommen. Vlastně oni potom vědí, že když je úspěšná a nabízí jako svoje tělo jako modelka, takže má spoustu peněz a takže se tím samozřejmě nechají ovlivnit a je důležité vlastně na to dbát a vnímat to i jako rodiče, ale často se stává, že rodiče na to nemají čas, takže Klaus říká, že to převzal i jako učitel ve škole.
Also ich habe sehr viel Zeit damit verbracht in Gesprächen, das mögen die auch in dem Alter. Ne, die sitzen gerne stundenlang zusammen und können diskutieren, das lieben sie. Takže já jsem sedával ve škole, diskutoval s nimi a to mají oni moc rádi. Můžou takhle sedět celé hodiny. Und das war mir dann egal, ob auf dem Stundenplan steht Deutsch, Geschichte oder Mathe. Wenn halt jetzt Gespräche angesagt sind, dann findet kein Unterricht statt, ist doch klar. A bylo mi jedno v tu chvíli, jestli měla být matematika nebo dějepis nebo co jiného, prostě když bylo důležité se o nějakém vážném tématu bavit, tak to bylo důležitější. Da folgt man immer dem Prinzip, der Konflikt hat Vorrang. Vždycky následujeme princip, že jakýkoliv konflikt nebo problém má přednost. Und dafür fühlte ich mich auch immer verantwortlich als Klassenlehrer. A já jako třídní učitel se za to cítím zodpovědný. Und wenn dann, was weiß ich, auf dem Stundenplan stand, jetzt hätten die Sport, meine Gruppe, ne? Oder die hätten jetzt Musik oder irgendein Fachunterricht. A když potom bylo v rozvrhu, že měli mít tělocvik nebo hudebku nebo něco takového. Wir saßen aber vollkommen polarisiert im Flow, sagt man heute dazu, in einer Flow-Diskussion. A když my jsme byli naplno v nějaké diskuzi. Und das ist total wichtig, vergessen die sogar die Zeit. A to je opravdu důležité, tam i dospívající zapomenou na čas. Und dann kamen halt aufgeregte Fachlehrerinnen und Fachlehrer und haben die Klasse gesucht, die Kaulklasse gesucht. A pak přišel ten vyučující, co je měl mít na ten odborný předmět, rozčílený, že hledá moji třídu. No, und dann kam, hier sitzt ihr! A ta, vy tady sedíte. Seit zehn Minuten, Sport! Už 10 minut mají mít tělocvik. No, die haben gedacht, man raubt ihnen schier das Leben, nur wegen ein bisschen Sport, den sie da hätten machen wollen oder was auch immer. Člověk měl dojem, že jim vlastně krademe život tím, že jsme je obrali o 10 minut tělocviku. Und dann habe ich immer sofort gesagt, setz dich hin, also zum Lehrer, setz dich hin, ganz ruhig, hör zu, wir haben ganz interessante Themen. Ja, aber wir haben jetzt Sport, sei nein, wir sind mitten in der Diskussion, setz dich. Já jsem vždycky tomu učitel říkal, sedni si k nám a poslouchej, jakou máme tady diskuzi. On říkal, máme mít tělocvik. No ne, to nevadí, sedni si k nám a poslouchej. Ist doch schön, wenn mal eine Stunde ausfällt und du musst nicht unterrichten, oder? Je to dobrý, když ti čas odpadne hodina, nemusíš učit, ne? Wenn mal was Wichtiges stattfindet. Když je něco důležitého. Also das war das Hauptthema, weil du in der Sekundarstufe ja schon viele verschiedene Lehrkräfte hast, die mit den Jugendlichen arbeiten. Und das kriegt einen ganz besonderen, ja, hat einen besonderen Anreiz auch. A takže to bylo velké téma, protože s těmi dospívající pracuje že už hodně i odborných učitelů a vlastně bylo to takové jako závažná věc. Und wenn jetzt zum Beispiel die Fachlehrkraft, das konnte, egal was es für ein Fach war, sich bei so einer Diskussion dann beteiligt hat, a když se potom takovýhle učitel zúčastnil té diskuze, die konnte das nächste Mal mit der Gruppe viel konzentrierter wieder in ihrem Fach arbeiten, weil die Jugendlichen gemerkt haben, die interessiert sich auch an unseren Themen, über die du vielleicht nicht in deinem Unterricht sprichst. Vlastně příští hodinu mohl tenhle učitel s těmi dospívajícími pracovat daleko líp, protože oni vnímali, že on se taky zajímá o ta jejich témata. Also insofern ist es in der Stufe, wo dann viele verschiedene Menschen mit einer Gruppe arbeiten, ganz wichtig, sich ganz oft miteinander abzustimmen, miteinander ins Gespräch zu kommen, um wirklich gemeinsam so eine Gruppe, die es schwierig hat, eben wirklich zu führen. A je důležité se vzájemně s těmi odbornými učiteli domlouvat často, abychom tu skupinu vedli společně, protože ta skupina to má zrovna v tom období obtížné. 17. Přechod z Montessori na tradiční systém vzdělávání. Das habe ich schon gesagt, habe ich schon geredet drüber. O tom už jsem mluvil. 18. 18. To mám tady anglicky. What do you miss at most in terms of cooperation to parents? Oh, it's English, meinst Yeah. Ach so. Co postrádáš nejvíc
ve smyslu spolupráce s rodiči a na druhé straně, čeho si nejvíc vážíš. Jinými slovy, na co bychom se měli soustředit jako rodiče, abychom podpořili spolupráci co nejlépe. Habe ich eigentlich auch schon alles gesagt? To už jsem také říkal. Schon, gell? Können wir schon zur Frage 19 gehen. Takže 19. Jak reflektovat a pracovat s dospívajícími v různém období? Fertig? Nein, das ist auf Slowakisch. Ach so. Soll ich dir Deutsch? Ich lese dir Deutsch vor. Okay. Ja, also, dann lest dir Deutsch vor und übersetzt. Ja, ja, ja. Also, wie berücksichtigt und arbeitet man mit Kindern, die in der unterschiedlichen Zeit reif werden? Was? Ja. Guck mal. Ja, ich verstehe schon, aber hier heißt es was. Ach so. Ja. Okay. Jak pracovat s dospívajícími, kteří dospívají jakoby v různém věku, že nejsou na stejno, i když mají stejný, i když jsou ve stejném věku, co se týče čísla, ale nejsou stejně vyspělí. Okay. Also, da ist ganz wichtig, dass man wirklich schaut, dass die Kinder, dass man, was ihr hier macht, dass sie, man sie so in Gruppen zusammenbringt, dass es ihnen gegenseitig nicht schadet. Also zum Beispiel würde es schaden, wenn man jetzt eine fünfte und sechste Klasse zusammentut mit einer siebten Klasse. Das wäre fürchterlich. Je důležité pracovat s nimi tak, abychom je dávali do skupin, kde jim to nebude škodit. Škodilo by jim, kdybychom dali pátou a šestou třídu dohromady se sedmou třeba. Weil Kinder in der fünften und sechsten Klasse in der Regel noch nicht so in der Pubertät sind wie die in der siebten Klasse. Dann würden die permanent sich an diesen pubertären Verhalten orientieren. A protože děti v páté a šesté třídě ještě nejsou tak v pubertě jako ty v sedmé, a kdyby byli s nimi ve skupině, ve třídě, tak by jakoby je napodobovali a nechali se táhnout těmi ze sedmé třídy. Es kann auch sein, dass man Kinder hat in einer vierten, fünften, sechsten Schulstufe. Může se stát, že i v druhém trojročí, ve čtvrté, páté, šesté třídě. Die schon sehr weit in ihrer Entwicklung sind. Budeme mít děti, které jsou víc vyvinuté, dál v té pubertě nebo dál. Also auch in ihrer sexuellen Entwicklung. I ve svojí, jako ve svém sexuálním vývoji. Durch irgendwelche ungünstigen Umstände. Kvůli nějakým nepříznivým vlivům. Also man weiß inzwischen, dass Kinder durch zu viel Medienbenutzung früher in die sexuelle Reife gehen, als es ihnen, als es für sie passt. Víme už, že vlivem, silným vlivem médií děti začínají pubertu dřív, než vlastně by bylo vhodné. Und da muss man dann genau schauen, also muss ich als Lehrer schauen, wenn ein Kind schon immer wieder so, ja, so sexuell unterwegs ist, wie auch immer, was normal ist für die in der siebten, achten Schulstufe, weil die sind so, wie man jetzt dieses Kind so organisiert, dass es nicht einen negativen Einfluss auf die restlichen Kinder hat. A když je někdo takhle jakoby dál vyvinutý nebo se projevuje sexuálně třeba víc jako nějakými komentáři a tak už v šesté třídě, kde by to vlastně bylo odpovídající víc třeba té sedmé nebo osmé, tak abychom nějak s tím pracovali v té skupině, aby to neovlivňovalo negativně tu skupinu té čtvrté a šesté třídy. Also ich habe so Kinder, solche Kinder auch gehabt, die waren zwar sexuell noch gar nicht so weit entwickelt. Měl jsem takové děti, nebyly sice tak opravdu jako vyvinuté daleko. Die haben sich das nur eingebildet. Ale jenom si to mysleli, nebo prostě se tam dostali díky těm médiím. Und die entwickeln dann so eine merkwürdige Sprache.
A pak se začali mít takové zvláštní vyjadřování, die sie selbst natürlich nicht verstehen, kterému sami nerozuměli, die sie aber cool finden. Ale přišli si opravdu cool. Und damit andere Kinder irritieren. A ty ostatní to rozčilovalo. Und die haben wir grundsätzlich dann quasi zur Erholung in eine siebte, achte Schulstufe geschickt. Also wir haben sie dort arbeiten lassen. A tyhle děti já jsem takhle posílal vždycky na odpočinek do sedmé, osmé třídy a nechával jsem je pracovat tam. Damit die anderen wieder ihre Ruhe haben. Aby ti ostatní měli svůj klid. Und die Jugendlichen in siebter, achter Schulstufe haben die ganz schnell beruhigt. A ti sedmáci a osmáci tohodle člověka docela rychle uklidnili. Die haben sofort gemerkt, dass der nur eine große Klappe hat. Že oni hned viděli, že on jen moc mluví. Das, da neigen Buben ganz schnell, ganz arg dazu. Kluci also eine riesen Klappe riskieren und ist nichts dahinter. Že prostě moc mluví, ale nic zatím není. Und dann haben die Jugendlichen immer gesagt, Kindchen, bleib ganz ruhig. A ti dospělí kluci mu říkali vždycky, děťátko, sklidni se. Du hast noch Zeit. Máš ještě čas. Und wenn die das dann so vier Wochen durchgemacht haben, a když tam tak čtyři týdny byli, die kamen vollkommen rehabilitiert wieder in ihre Stammgruppe zurück. Tak to bylo jako rehabilitace pro ně a mohli se vrátit do své třídy. Ja, die wussten, da gehöre ich noch nicht hin. Oni věděli, že tam ještě nepatří. Und bei den anderen muss ich mich halt doch so benehmen, wie die sich auch benehmen. A u těchhle se musím prostě chovat tak, jak se chovají oni. Also da, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wirklich oft die Kinder es leichter haben, also anderen Kindern Grenzen zu setzen, wo ich rummoralisiere oder rede und so. Die haben da eine andere Art, miteinander umzugehen. Vídám často, že ty děti si ty hranice nastavují s nás, že to vzájemně líp přijímají, než když já bych tam jim nějak vykládal, jak se mají chovat. No. Da kommt hier am Schluss, das nehme ich gerade, weil die passt da ganz gut dazu. Die letzte Frage, die erste sexuelle Erfahrung. První sexuální zkušenosti teenagerů na základní škole. Jak se na to jako rodič připravit a jak k tomu přistupovat, aby nestratil důvěru? ja, also da muss man erstmal überlegen, ob man also wie man selber mit Sexualität sprachlich umgehen kann. Nejdřív se člověk musí podívat na to, jak sám dokáže o sexualitě mluvit. Also ich war froh, dass meine Eltern sich niemals bemüht haben, mich aufzuklären. Byl jsem rád, že se moje rodiče nikdy nesnažili mi nic vysvětlovat. Weil das wäre total schief gegangen. To by se určitě nepovedlo. Weil ja, die hatten ja gar keine Sprache dafür. Oni na to neměli vyjadřovací schopnosti. Ich glaube, die haben sich vielleicht selbst noch geschämt, dass sie das überhaupt gemacht haben. Keine Ahnung. Oni se možná sami styděli, že to vůbec dělali. Und das gibt es. Das gibt es. Also, und zwar immer noch. Also, und zwar, das ist auch nichts Schlimmes. Also, wenn ich keine Offenheit habe, über Sexualität zu sprechen, dann sollte man besser es lassen. A to existuje ještě dnes, že lidi o tom nedokážou mluvit a to je v pořádku, ale když to tak mám, tak je lepší o tom nemluvit. Das kann bei Lehrern und Lehrerinnen das gleiche sein. A to může být stejné i u učitelů. Ich hatte eine Kollegin. Měl jsem kolegyni. Die konnte auch nicht darüber reden. Ta o tom také nedokázala mluvit. Aber sie wollte, weil das im Lehrplan stand, mit ihren Grundschulkindern Aufklärungsunterricht machen. Ale protože to bylo v osnovách, chtěla se svými dětmi ve třídě o tom mluvit. Und die hat sich gut vorbereitet und sich wirklich bemüht. A připravila se na to dobře a opravdu se snažila. Nach dem dritten Versuch, und sie hat dann immer mir erzählt, wie es wieder gelaufen ist, dass die Kinder immer gelacht haben und immer Blödsinn gemacht haben und ihr nie zuhören. A ona mi pak vyprávěla, jak to probíhalo, že se děti smály a nedávali pozor, neposlouchali. Dann habe ich beim dritten Mal gesagt, Brigitte, lass es.
A já jsem, když mi to říkala po třetí, říkal, radši toho nech. Sei ganz ehrlich zu deinen Kindern. Buď upřímná k těm dětem. Sag, du kannst und magst darüber nicht reden. Prostě jim řekni, že o tom nerada mluvíš. Dann stimmt's doch zu dir, weil es so ist. Protože to ta, takže, a protože to tak je, tak to vlastně bude pravdivé. Und dann hat sie ja, und, aber ich muss doch aufklären. On říká, Ritě, ale já jim to musím vysvětlit. Dann habe ich gesagt, du musst gar nichts. A já jsem říkal, nemusíš vůbec nic. Schick sie doch alle zu mir. Pošli je ke mně. Das war ihre Rettung. A to jí zachránil. Ich hatte halt 50 Kinder dann, denen ich was über Sexualität und Ähnliches erzähle, aber ist doch egal. Nur bei mir haben die Kinder gewusst, dass ich darüber reden kann, also ohne ja, irgendwie mich zu verdrücken oder was auch immer. Also das muss wirklich, also das ist so ein Thema, das muss einfach stimmen und da muss man ehrlich mit sich sein. Und das bei Eltern genauso. Ich hatte auch viele Eltern... Tak jsem tam měl 50 dětí, kterým jsem vyprávěl něco o sexualitě, ale je důležité, že člověk o tom dokáže mluvit a že je upřímný a oni potom to vnímají a pak to funguje. Ich hatte auch Eltern. Danke für den Glück. Ich hatte auch Eltern, also von Kindern, die ich in der Schule hatte, die immer kam so, Herr Kaul, wir sind Ihnen so dankbar, dass Sie uns das abnehmen. Wir können es nicht, wir wollen es auch nicht. Also wichtig ist, da ist wieder ganz entscheidende Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule. Je důležitá spolupráce mezi rodiči a školou, ale měl jsem i rodiče, kteří za mnou chodili a říkali, my jsme tak vděční, že, jim to, že s nimi o tom mluvíte vy, protože my bychom to nedokázali. Weil wenn Kinder merken, dass wir da nicht wirklich offen sind dafür, die können so beleidigend werden. Die erfinden fäkalische Wörter, die sind ihnen in 100 Jahren noch nicht eingefallen. Die haben eine, plötzlich eine Ausdrucksweise, das ist grauenvoll. Když děti vnímají, že vlastně nám to není příjemné o tom mluvit, tak potom se začnou vyjadřovat vlastně až hodně nechutně a vymýšlejí slova, která by nás nikdy ani nenapadla. Die erfinden Wörter, wo sie das Gefühl haben, das ist sowas von sexistisch, dass es im Erwachsenen hier die Schuhe auszieht, nur um zu provozieren. A oni potom vynalézají taková slova jenom, aby provokovali vlastně. Ja, und das muss nicht sein. A není to potřeba. Ja, aber das hängt dann immer mit der Beziehung zusammen, wem sie begegnen. A hodně právě to souvisí s tím, s kým o tom mluví a jak ten člověk je schopný o tom mluvit. Also, das war jetzt die Nummer 20, kommt jetzt. Achso, jetzt haben wir auch schon geeinigt. Wie kann man Kinder in diesem anstrengenden Alter des Heranwachsens motivieren? Hast du 20? Ja. Jak motivovat děti v tomto náročném dospívajícím věku? Das hatten wir auch. Das habe ich schon gezeigt, wie man das macht. Indem man sich auf den Teppich wirft und mit Interesse. Já jsem vám to tady ukazoval, jak se vrhnem na ten koberec nadšení. Jetzt kommt das nächste, hatten wir auch schon. Další. Specifika vstřebávání školních vědomostí v období puberty. Je šance zvítězit nad hormony? Das haben wir nicht. Das Nein, das habe ich heute Nachmittag schon. Das fand ich so originell. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Frage. Za tuto otázku srdečně děkuji. To je úžasné. Weil wer auch immer die Frage gestellt hat, sie hat schon so viel Freude gebracht, schon heute Nachmittag. Tato otázka měla velký úspěch už dnes odpoledne. Ty jiné večerní jsme nečetli, jenom tuhle tedy. Es wird niemandem gelingen, jemals die Hormone zu besiegen. Nikdy se nikomu nepovede zvítězit nad hormony. Die sind einfach da und zwar schon während der Embryonalzeit entwickeln die sich. A už jsou prostě tady ty hormony a už v době, když se ještě dítě nenarodilo, tak už tam jsou, se připravují. Und die bleiben ein ganzes Leben lang. A zůstávají celý život. Und bringen immer ganz interessante neue Herausforderungen mit sich. A přináší vždy nové výzvy. Auch wenn man älter wird.
i když je člověk starší. Man muss sich mit den Hormonen ganz neu anfreunden. Je potřeba se s hormony skamarádit úplně novým způsobem. Weil sie ganz anders funktionieren wie während der Pubertät. Protože fungují úplně jinak než během puberty. Also man kann sie nicht besiegen, sondern man kann nur versuchen zu verstehen, dass sich dieses Ganze immer wieder verändert. Ja? Nemůžeme zvítězit, jen můžeme pochopit, že se stále mění. Ja, und so ist es eben auch, dass eben das Aufnehmen von Schulkenntnissen ist natürlich etwas erschwert in dieser Zeit. A samozřejmě vstřebávání školních vědomostí je těžší v tom období. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass eben, wenn man Kindern nicht in der schwierigen Zeit der Pubertät, in der siebten und achten Schulstufe, versucht, so viel Stoff als möglich noch beizubringen. A přišli jsme na to, že když se nesnažíme do dětí v pubertě hustit co nejvíc vědomostí. Weil man weiß, sie haben schon unglaublich viel Basiswissen bekommen in vierter, fünfter, sechster Schulstufe. A můžeme si to, že to je jakože příznivější a že si to můžeme dovolit, protože v druhém trojročí střebali hodně těch vědomostí. Und daran kann man sie immer wieder erinnern. A to jim můžeme připomenout vždycky. Und hier und da schon ein paar Neuigkeiten bringen. A občas jim dát nějaké nové informace. Also wenn man sie mehr oder weniger meint verfolgen zu müssen mit Wissensvermittlung. A když máme dojem, že musíme pronásledovat se zprostředkováváním vědomostí, dann gehen sie eher in eine Protesthaltung. Tak spíš zaujmou pozici protestní. Da machen sie da oben dicht. Zavřou si hlavu. Wenn man sie aber versteht und auch schon mit ihnen weiter gut arbeitet, ale když je člověk chápe, ale přitom s nimi dál pracuje, da haben wir die Erfahrung gemacht, dass sie eben in der neunten Schulstufe, wenn sie aus der Pubertät raus sind, total großartig plötzlich wieder studieren können. Tak máme zkušenosti, že v deváté třídě, když z toho takového intenzivního období puberty vyjdou, že jsou schopni pracovat skvěle. Das muss aber von beiden Seiten gut begleitet worden sein, sowohl von zu Hause mit viel Vertrauen als auch von der Schule. Ale je potřeba, aby byli doprovázeni z obou stran, jak doma s velkou důvěrou, tak ve škole. Und man kann beobachten, dass sie in der neunten Klasse dann wirklich so wieder zu studieren anfangen. A pak můžeme pozorovat, že v deváté třídě zase začnou opravdu studovat. Und sie wollen in der Regel dann wissen, was müssen wir uns alles jetzt reinpfeifen in unser Hirn, was für die Prüfung relevant ist. A chtějí vědět, co je potřeba všechno se naučit, nacpat si do hlavy, co je důležité pro zkoušky. Die rufen in der Regel ganz klar ab, was brauche ich. A pravidelně se ptají, co všechno budou potřebovat vědět. Also das ist jetzt unsere Erfahrung, aber du hast ja auch schon ein bisschen Erfahrung in der Stufe. A v Německu je ta zkušenost taková, nebo oni to mají tak, že dělají závěrečné zkoušky jakoby na té základní škole a mají to daleko víc předmětů, takže ty vědomosti se vlastně učí víc a já doprovázím teďka třetí devítku za sebou a tady možná i někdo má tu zkušenost, že opravdu je zajímá, co potřebují vědět a jsou ochotní pracovat velmi intenzivně. Wichtig ist dabei nur, dass man auch da wieder gut mit den Eltern im Kontakt ist. Natürlich auch vorher schon. Je důležité být v dobrém kontaktu s rodiči. Dass Eltern sich nicht irgendwelche Vorstellungen machen, was ihr Kind nach der Schule machen soll, was aber überhaupt nicht dem Kind und seinen Möglichkeiten entspricht. Also oft haben Eltern Vorstellungen und Erwartungen an ihr eigenes Kind, die in keiner Weise einer Realität entsprechen. Aby rodiče neměli očekávání, které vůbec nesouvisí s tím jejich dítětem, aby se je nesnažili nasměrovat někam, co se pro to jejich dítě nehodí. Ja, also wenn zwar klar ist, das Kind will nach der 9. Klasse möchte es eben keine weitere Schule besuchen, sondern es möchte jetzt einen Beruf lernen.
und dann schauen wir mal danach weiter, dann muss man das ernst nehmen und nicht einen falschen Ehrgeiz entwickeln und meinen, mit Nachhilfeunterricht und ich weiß nicht was, das Kind doch noch zum Bestehen der Prüfung bringen. A když se to dítě rozhodne, že chce se vyučit nejdřív a nechce jít dál, tak je důležité to vzít vážně, respektovat to a nesnažit se ho ještě pomocí doučování prostě nutně natlačit tam, kde jakou představu mají rodiče, že by mělo prostě ty zkoušky zvládnout a jít dál. Weil da passt sehr gut die übernächste Frage dazu, die 23. Die Vorbereitung zur Aufnahmeprüfung. Tady je dotaz příprava na přijímací zkoušky v českém cermatovském testování. Dá se dělat Montessori cestou? Jak docílit, aby některé děti nebyly demotivované, když jsou pro ně testy příliš těžké? Genau die Frage dazu. To je přesně ta otázka k tomu. Wenn der Test zu schwierig ist, dann ist eben halt zu schwierig. Když je to moc těžké, tak je to prostě moc těžké. Und dann nützt die beste Motivation nicht. Tak nepomůže ani nejlepší motivace. Die Motivation macht den Test nicht leichter. Tím nebude ten Test lehčí. Sondern da ist, gilt es mit dem Kind oder mit dem Jugendlichen zu arbeiten, sich so anzunehmen, zu akzeptieren, wie ich bin. Je důležité s tím dospívajícím pracovat na tom, aby se přijala takový, jaký je. Und du musst den Test gar nicht bestehen. Nepotřebuješ tu zkoušku, v té zkoušce obstát. Weil du ja gar nicht jetzt in die nächste Schule gehst. Protože vůbec nechceš na tu další školu. Für die man ja den Test machen muss, soweit ich weiß, oder? Nur wenn man in die Schule wechselt, ne? Man muss gar nicht hingehen. Ach so, man muss gar nicht hingehen. Okay, noch besser. Ja. Aber die Eltern wollen es oft, dass die das zumindest probieren. Die Kinder haben ja nichts zu verlieren. Ja gut, aber dann ist es auch okay. Also wenn, ne, wenn die Eltern entscheiden, dass das Kind den Test macht, es könnte ja doch gelingen, ja, das ist mal probieren, und der Jugendliche macht mit, dann ist es okay. Vlastně já jsem říkala, že na tu zkoušku vlastně nebo na ty přijímačky ani nemusí, když se rozhodne, že nepůjde na tu školu další, ale někdy jako rodiče říkají, no tak to zkus aspoň, teď je to jedno, nemáš co ztratit. A když ten dospívající s tím souhlasí, tak vlastně na tom není nic špatného. Wichtig ist nur, dass wenn der Jugendliche merkt, das ist mir einfach zu viel, dass aussteigen kann ohne schlechtes Gewissen. Ale je důležité, aby když ten dospívající vidí, že to je na něj moc a že to nechce, aby tam nemusel, aby opravdu z toho mohl vystoupit. Und nicht das Gefühl haben muss, ein schlechterer Mensch zu sein. A aby z toho nemusel mít pocit, že je nějakým horším člověkem. Also da braucht es intensivste Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus. Tam je potřeba opravdu intenzivní spolupráce mezi rodiči a učiteli. Und keinen falschen Ehrgeiz von Eltern. A nedovolit žádnou falešnou ctižádost rodičů. Das kenne ich, dass manchmal Eltern einen Ehrgeiz entwickeln, dass das Kind es besser haben soll wie sie, weil sie es nicht geschafft haben, Matura zu machen, soll es doch wenigstens das Kind schaffen. Ta ctižádost rodičů někdy pochází z toho, aby to ty děti měly lepší než oni, že když oni tu maturitu nezvládli, tak ať to zvládne aspoň to jejich dítě. Und es hat noch nie geklappt. A nikdy to nefungovalo. Weil das Kind ist nicht dazu da, ihr Leben dann zu begleichen. Also das, was sie nicht hingekriegt haben, dass das Kind das dann macht. Děti tady nejsou od toho, aby plnili nedosažené cíle rodičů. Weil ein Kind hat das Recht auf sein eigenes Leben und ist nicht eine Fortsetzung des Lebens der Eltern. Dítě má právo na svůj vlastní život a není pokračováním života svých rodičů. Ja, also da bin ich wieder kurze Einwendung aus meinem Leben. Da war ich immer froh, dass bei mir war es halt zufällig, dass ich die weiterführende Schule besucht habe, weil der Lehrer das wichtig fand. U mě to byla úplná náhoda, že jsem šel na další školu, protože můj učitel mi říkal, že nebo on, o, jemu to přišlo důležité. Und ich die letzten Jahre immer nur schlechte Noten hatte. Já jsem měl v těch posledních letech jenom špatné známky.
und ich von der Schule permanent irgendwelche Drohbriefe nach Hause mitnehmen musste, dass die Versetzung gefährdet ist. Já jsem musel nosit domů výhružné dopisy, že asi propadnu. Meine Eltern wurden öfters von den Lehrern zum Elterngespräch bestellt. Rodiče dostávali dopisy, že mají přijít na nějakou schůzku s nějakým učitelem. Weil die Eltern, die Lehrer wohl über meine schlechten Noten oder meine schlechten Lernleistungen mit den Eltern sprechen wollten. Protože učitelé chtěli o mých špatných výkonech mluvit s mými rodiči. Und meine Eltern sind nicht ein einziges Mal haben sie diese Schule betreten. A moji rodiče do té školy nevstoupili ani jednou. Also ich fand diese Konsequenz großartig. Mně to přišlo úplně úžasné. Wenn so ein Brief von der Schule kam, den hat mein Vater in meiner Anwesenheit zerrissen und hat ihn in den Papierkorb geschmissen. Když přišel dopis ze školy, tak ho můj táta roztrhl a vyhodil do koše. Und dann hat er immer gesagt, wenn die Schule Schwierigkeiten mit dir hat, sollen sie doch, können sie doch mit dir reden, oder? Du bist doch da. A říkal, táta vždycky říkal, že když má ta škola se mnou problémy, tak mají mluvit se mnou. Was sollen wir jetzt da in der Schule? Wir können da eh nichts ändern. Co bychom my v té škole dělali my, teď my nic změnit nemůžeme. Großartig. To bylo úžasné. Und dann hat mein Vater immer noch so hintendrein, damit ich richtig provoziert wurde von ihm, hat er gesagt, hoffentlich schmeißen Sie sich endlich von der Schule raus. A dokonce ještě mě popíchnul tím, že říkal, doufám, že tě brzo z té školy vyhodějí. Dann wirst du endlich einer wieder von uns. Pak budeš konečně zase jako jsme my, jeden z nás. Über Generationen haben wir alle immer nur gearbeitet, um Geld zu verdienen. My jsme všichni pořád jenom pracovali, abychom si vydělali peníze. Und du glaubst nachher noch, wenn du das Abitur hast, dass du auch noch studieren kannst, noch weiter auf unserer Tasche liegen kannst und immer noch kein Geld verdienst. A ty si myslíš, že uděláš maturitu, ještě budeš studovat a pořád budeš chtít jenom naše peníze, nebudeš si vydělávat. Und ich habe dann mit 18 Jahren Abitur gemacht. A já jsem v 18 udělal maturitu. Und entschieden zu studieren. A rozhodl jsem se studovat. Das hieß für meine Eltern raus. Da haben sie mich rausgeschmissen. A to pro moje rodiče znamenalo, že mě vyhodili. Haben gesagt, du bist 18, volljährig, seh zu, wie du zurechtkommst. Großartig. 18 je, jsi plnoletý, tak si nějak poraď. Das ist großartig. Also ich bin Ihnen so dankbar, weil ich nie das Gefühl hatte, mich in irgendwelche Abhängigkeiten zu begeben, sondern immer gucken musste, ich schaffe das schon. Also meine Eltern haben dafür gesorgt, dass ich wirklich also Herausforderungen genug habe. Und ich, wenn ich merke, wie viele Eltern ihre Kinder bis 30 das Studium schleppen und finanzieren, dann denke ich, mein Gott, wenn man zu viel Geld hat, soll man es ruhig machen. Vlastně jsem se nikdy nedostal do žádné závislosti na nich. Moji rodiče vždycky se postarali o to, abych měl dost velké výzvy v životě. Okay. A když teď vidím, kolik rodičů podporuje své děti až do 30 třeba při studiu, si říkám, no když ty peníze mají, tak ať to klidně dělej. Ok, also ganz, ganz wichtig, immer wieder auch das in der Balance zu sehen. Dann haben wir das Nächste, wir nähern uns hier schon, gell? Also, se blížíme, es würden mich Risiken und Vorteile, ne, haben wir jetzt hier, oder? 24? 24, Zajímala by mě rizika a výhody zavedení Montessori do státní školy. Sehr spannend. Das Risiko, Montessori in der staatlichen Schule einzuführen, ist, dass man sich in einem Kollegium, das auch noch in der Schule ist, unbeliebt macht. Když zavedeme Montessori do klasické školy, to znamená, že bychom třeba udělali jednu třídu Montessori, tak to riziko je, že mě budou kolegové a kolegyně, že mě nebudou mít rádi. Dass man als Konkurrenz gesehen wird. Že na mě budou nahlížet jako na konkurenci. Dass die anderen meinen, man fühlt sich wie die besseren Menschen. Že si oni budou myslet, že se cítíme my z Montessori jako lepší lidé. Und man sich oftmals immer mehr voneinander auseinanderdividiert, anstatt voneinander zu lernen. A že se často víc a víc vzdalujeme, místo toho, abychom se od sebe vzájemně učili.
Deswegen habe ich heute Nachmittag hier schon so verkündet, dass ich mir vorstellen kann, wenn jetzt immer mehr Eltern ihr Kind hierher geben wollen, aber keine Plätze da sind. A proto jsem odpoledne říkal, že si umím představit, když je víc a víc rodičů, kteří chtějí dát děti do téhle školy, ale ta místa nejsou. Dass die Direktion dieser Schule genötigt wird, weitere Räume für Montessori-Klassen zu öffnen. Že bude donuceno vedení této školy otevřít další Montessori třídy. Und dafür zu sorgen, dass weitere Lehrkräfte die Ausbildung machen, damit sie diese Klassen führen können. A že se budou muset postarat o to, aby si učitelé dělali výcvik Montessori, vzdělání, aby mohli Montessori třídy vést. Und in ein paar Jahren ist das ganze Gelände hier nur noch Montessori-Schulgelände. A za pár let bude celá škola jenom Montessori. Ich habe das schon erlebt in Deutschland, in staatlichen Schulen. To už jsem ve státních školách v Německu zažil. Dazu muss aber als erstes die Direktion eine Montessori-Ausbildung haben. Ale k tomu je potřeba, aby vedení školy mělo výcvik Montessori. Dann ist die Schule nahe Berankou schneller eine Montessori-Schule, als man sich es noch vorstellen kann. A pak by byla škola na Berankou rychleji Montessori-školou, než si to umíte představit. Also alles, das ist möglich. Všechno je možné. Und die Leute, die hier saßen von der Stadt, haben immer genickt. Ti lidé, co tady seděli od města, tak ty pořád takhle pokyvovali hlavně. Also sicherlich nicht leicht, aber ich denke, ne, also sie sind ja auch von der Stadt, gell? Jste také z radnice? Man fühlt sich ja von der Stadt, hat man ja so direkt mit der Schule nichts zu tun. Jetzt so, was člověk hier možná má pocit, že když je z radnice, takže nemá s tou školou úplně přímo nic společného. Trotzdem ist ja jemand von der Stadt interessiert, dass es der Bevölkerung in dieser Region gut geht. Ale lidé z radnice se zajímají o to, aby se lidem v této oblasti dobře dařilo. Also kann die Stadt, also bei uns in Deutschland ist die Gemeinde auch mitverantwortlich, was mit den Schulräumen passiert. A proto u nás v Německu má radnice na starosti nebo má nějakou zodpovědnost za to, co se děje třeba s prostorami školy. Also in Potsdam zum Beispiel, eine Stadt in der ehemaligen DDR. V Potsdamě, v postupimi v bývalé DDR. Da hat der Bürgermeister der Stadt Frau Kegler geholt und sie gebeten, sie soll einen Vortrag über Montessori-Pädagogik halten. Starosta Potsdamy vlastně požádal paní Kegler, aby měla přednášku o Montessori. Und hat gesagt, Frau Kegler, Sie werden dafür sorgen, dass in den nächsten Jahren die ganze Schule eine Montessori-Schule wird. A řekl jí, že se má postarat o to, aby se celá ta škola stala Montessori školou. Und das ist tatsächlich innerhalb von 10 Jahren passiert. A za 10 let tomu tak opravdu bylo. Alle Lehrerinnen und Lehrer, die diese Pädagogik nicht tragen wollten, mussten die Schule wechseln. Všichni učitelé a učitelky, kteří to nechtěli dělat, museli jít na jinou školu. Und Lehrerinnen und Lehrer mit Montessori-Ausbildung kamen in die Schule, um das umzusetzen, was die Gemeinde wollte. A učitelé s Montessori výcvikem šli tady na tu školu, aby dělali to, co požadovalo vedení města. Ich will damit nur sagen, dass wir oft viele Dinge ermöglichen können, wenn wir wirklich mutig gemeinsam an was arbeiten, was allen an Anliegen ist. Weil ich finde es auch nicht schön, dass viele Eltern, die ihre Kinder in so einer Schule haben wollen, dann keinen Platz kriegen und dann müssen sie ihr Kind irgendwo hingeben. A chci tím jenom říct to, že můžeme dosáhnout spousty věcí, když opravdu odvážně na tom pracujeme, protože mi nepřijde dobré, když je spousta rodičů, kteří chtějí dát děti sem do školy a nemůžou a musí je dát někam jinam. Und bei uns in Deutschland ist es so, dass Eltern eine unglaubliche Macht haben, wenn es um die Schule geht. Da ist der Direktor nur noch ein ganz kleines Würmchen bei uns.
Wenn Eltern wollen. Když rodiče chtějí, tak mají u nás v Německu velkou moc vlastně, když něco požadují, tak vlastně ředitel školy je proti ním úplně malý. Also nur mal so, ne, Aufruf an die Eltern. Also wirklich sorgen Sie dafür. Postarejte se o to. Dass Sie haben das Recht für die beste Bildung Ihres Kindes zu sorgen. Máte právo na to postarat se o co nejlepší vzdělání svých dětí. Und Sie müssen nicht immer alles machen, was die anderen meinen, wie sie sie zurechtbiegen müssen. A nemusíte to dělat tak, jak si to myslí někdo druhý, jak se máte přizpůsobit. Weil bei uns in Bayern ist in vielen öffentlichen Schulen so, dass die Eltern vollkommen in der Hand der Pädagogen sind. Also, dass die Pädagogen sagen den Eltern, wie sie zu sein haben, was sie zu machen haben, und wenn sie das nicht machen, dann werden die Kinder schon sehen, wie es läuft. Dann werden die bedroht mit schlechten Noten und. U nás v Bavorsku, na státních školách je to často tak, že učitelé vyhrožují rodičům, nebo jim říkají, jak mají ty věci dělat, a když to tak nebude, tak vyhrožují, že vlastně pak jejich děti budou mít špatné známky třeba. Deswegen haben wir eine riesige Montessori-Bewegung in Bayern. A proto vzniklo jako obrovské hnutí za Montessori v Bavorsku. Weil dort die staatlichen Schulen so altmodisch, mittelalterlich, schlecht noch sind, dass die Eltern aktiv werden müssen. Können ihr Kind nicht jahrelang solchen Menschen ausliefern. Protože tam ty školy, ty státní, jsou tak staromódní, zastaralé, středověké, že se ty rodiče, že vlastně jako povstali a snaží se něco udělat za lepší vzdělávání svých dětí. 25. Jak nenásilně odklánit od špatných vzorů? Also mit Gewalt muss man es ja nicht machen. Násilím to nemusíme dělat. Aber mit Klarheit und Autorität. Ale jasně a s autoritou. Können Sie Ihrem Kind sagen, was Sie wollen und was nicht? Můžete svému dítěti říct, co chcete a co nechcete. Also es ist Ihre Aufgabe auch zu sagen, was Sie nicht wollen. Je vaším úkolem i říct, co nechcete. Mit wem ihr Kind sich trifft zum Beispiel. S kým se vaše dítě setkává například. Oder wenn das Kind irgendwo hingehen will, wo sie wissen, das hat keinen guten Einfluss auf mein Kind. Nebo když vaše dítě chce jít někam, kde víte, že to na něj nemá dobrý vliv. Dann sorgen Sie dafür, dass das vermieden wird. Tak tam se postarejte o to, aby k tomu nedošlo. Für das Kind kann das gewaltvoll aussehen. Z pohledu dítěte to možná může vypadat jako násilí. Die sagen das auch. Oni to tak říkají. Dass man gemein ist. Že to je prostě nepříjemný, že vlastně se k ním nechováme dobře. Aber ich habe Ihnen ja heute schon mal gesagt, Sie antworten dem Kind, dass Sie das alles nur aus Liebe machen. A už jsem to dnes říkal. Vy jenom dítěti odpovíte, že to děláte všechno jenom z lásky. Nächste. Integrace dětí se speciálními potřebami v trojročí. In der gemischten Altersgruppe. Ja, und vor allen Dingen mit Integration von Kindern. Ne? Genau, ja. Mit Ausbildungsbedürfnissen, also das ist jetzt, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ne? Inklusion. O tom jsme už mluvili, o inkluzi. Ja. Weiter. Jak velký je zájem o třetí trojročí v Montessori školách v Německu? Wo bist du jetzt, bei 27? Ja. An die Oberstufe in Deutschland, wie groß ist Interesse in die ja. Ja. Riesengroß. Obrovský zájem. Also bei uns gibt es jetzt schon eine ganze Zeit lang unglaublich viele Schulen, die Montessori weitermachen nach der 10. Schulstufe bis zum Abitur.
My máme dokonce spoustu škol, které dělají Montessori škol, které pokračují ještě po 10. třídě až do maturity. Aber alles hervorgegangen von den Montessori-Schulen, wie jetzt hier, die bis zur 9. oder bei uns auch bis zur 10. Klasse gehen. Ale všechno, ale tomu všemu předcházelo to, že byly školy, které jako tady šly do 9. nebo u nás třeba až do 10. třídy. Wo dann Schülerinnen und Schüler von unseren Schulen in die weiterführenden Schulen gehen. Kde potom od nás děti odcházely na další školy. Und die Lehrkräfte sich wundern, was es für tolle Menschen sind. A ti učitelé tam na těch dalších školách si říkali, jaké úžasné, jaký úžasní lidé jim to tam přišli. Also bei uns ist es so, dass die eben dann oft kommen, die Lehrkräfte von den Oberstufen und sagen, wie macht ihr das, dass diese Jugendlichen so interessiert sind? A k nám pak chodí ti učitelé z těch škol a říkali, jak jste dosáhli toho, že se vaši dospívající tak zajímají o věci. Also, unsere Schüler, die sind so, das ist so schwer, die zu motivieren. U nás je to tak těžké je motivovat. Und eure, die können gar nicht genug kriegen, die wollen immer sogar noch mehr lernen. A ti vaši dospívající, těm to ani nestačí, ty chtějí pořád ještě víc. Und so werden die Lehrkräfte immer neugieriger und es gibt deswegen immer mehr Schulen, die versuchen, das weiterzuführen, dass die Jugendlichen dann wirklich selbstmotiviert, eigenmotiviert, eigenverantwortlich ihr Lernen weiter in die Hand nehmen, um zum Schluss ihr Abitur zu machen. A tak se ti učitelé zajímají a snaží se na víc a víc školách pracovat tak, aby vlastní motivací a studijní autonomii vlastně ti dospívající došli až k maturitě. Weil bei uns gibt es in den Oberschulen gibt es bei vielen Lehrkräften, die engagiert sind, die sind in tiefster Not. U nás na středních školách je to často tak, že učitelé, kteří se opravdu zajímají a angažují, že jsou vlastně v pocitu nouze. Die leiden manchmal richtig darunter, wie Schüler in dem Alter so mit 17 Jahren da sitzen und nur bedient werden wollen und nicht bereit sind, eigenaktiv zu sein. Die stöhnen schon, wenn sie ein bisschen Gruppenarbeit machen wollen. A ti učitelé trpí tím, jak ti mladí lidé třeba v 17 letech, jak vůbec nic nechtějí dělat, jenom se chtějí nechat obsluhovat, a když jenom někdo po nich vyžaduje, aby pracovali ve skupině, tak už je to na ně moc. Und bei uns nimmt im Moment es sehr zu in der Oberstufe, dass man eben weggeht vom nur lehrerzentrierten Unterricht. A takže u nás vlastně ubývá výuka frontální, která je založena jako na pozici učitele. Und der Trend in der Oberstufe ist projektorientierter Unterricht zu machen. A trend je dělat projektové vyučování na středních školách. Und da brauchst du Montessori-Kinder. A na to je potřeba, na to jsou potřeba děti z Montessori škol. Also, kommt vielleicht auch noch. Takže to tady možná také ještě přijde. Aber dazu muss erst noch ein paar mehr Montessori-Klassen gehen. Ale na to je ještě potřeba trochu víc tříd Montessori. Nächste, wie kann man das Kind, 13 Jahre alt? 13 Jahre alt. Drittletzte. Ja. 13 Jahre. Jak, das Leistungsschwankungen hat. Jak podpořit své dítě, které má výkyvy ve svém výkonu, ke snaze připravit se na přijímací zkoušky. A tomu dítěti je 13. Ja, also da kann man gar nichts machen. Nemůžem dělat vůbec nic. Außer sagen, du, es ist deine Prüfung. Jen mu říct, je to tvoje zkouška. Für die musst du lernen. Na tu se musíš učit ty. Und wenn du das nicht machst? A když to nebudeš dělat? Wir als Eltern können für dich nicht lernen? My jako rodiče se to za tebe naučit nemůžeme? Die Lehrer und Lehrerinnen können auch für dich nicht lernen? Učitelé se za tebe také nemůžou učit? Dann musst du in Kauf nehmen, dass du die Prüfung nicht bestehst. A tak se může stát, že v té zkoušce neuspěješ. Das ist für mich okay. Pro mě je to v pořádku.
Aber du darfst da nicht jammern. Ale pak si nesmíš stěžovat. Weil das hast du dann selbst verursacht. Protože jsi to pak zavinil, zavinila sama. Weil es gibt inzwischen manche Jugendliche, die glauben, dass wir verantwortlich sind für ihre erfolgreiche Prüfung. Protože jsou dospívající, kteří si myslí, že my jsme zodpovědní za jejich úspěšně složenou zkoušku. Ein typisches Verhalten für konsumgeschädigte Jugendliche. To je typické chování dospívajících, kteří jsou poškození konzumním chováním. Also die denken auch eine Prüfung, die kann man, muss man bestehen oder die kann man kaufen, so, ne? Lehrer kann man sich kaufen. Jako kdyby dann machen die das schon. Mohli koupit učitele a ti to pak za ně zařídí. Also das ist ganz, aber da ist auch wichtig, dass beide Schule, also Pädagogen und Eltern müssen an einem Strang ziehen. A tam je ale důležité, aby škola a rodiče tahli za jeden provaz. Ja, das kann nicht sein, dass eben die Eltern dann sagen, ja, da muss halt die Lehrerin ein bisschen fleißiger sein oder die muss halt ein bisschen mehr Druck machen und so weiter, sondern das geht eben nicht, weil dann kommt der Jugendliche wieder in Schwankungen und weiß nicht, dass es wirklich an, nur an ihm liegt. Nemůže se stát, že rodiče budou říkat, no to se musí víc snažit ten učitel a víc na tebe tlačit, protože pak ten dospívající vlastně neví, jak to je. A nepřebírá tu zodpovědnost. Die nächste Frage noch, vorletzte. Ja, die letzte hatten wir schon. Ja, so schon, genau, die Zajímá mě příprava rodičů na období puberty dětí a upozornění na změny, které sebou období 12 až 15 let přináší. Also ich finde, das haben wir schon sehr ausführlich heute Abend besprochen. K tomu jsme se věnovali velmi dopodrobna dnes večer. Ach so, du warst sogar nicht fertig. Doch. Doch. Ich habe dich übersetzt. Ach, du hast mich, okay. Ja. Weil, also ich denke, wenn Sie jetzt nach dem Abend noch nicht wissen, wie Sie sich darauf vorbereiten müssen, damit Sie miteinander das gut überstehen, also mit dem Jugendlichen so zu sein, dass der sich getragen fühlt, verstanden fühlt, aber auch geführt fühlt, ja, dann lade ich Sie herzlich ein, den ganzen Kurs zu besuchen, so, oder eben noch, müssen wir dann nochmal extra einen Abend machen. Also ich denke, wir haben ganz vieles heute Abend uns angeschaut, was wirklich alles notwendig ist. Und ich würde mir wünschen, dass eben die Jugendlichen, ich wiederhole mich jetzt, auf mehr Verständnis von unserer Seite stoßen können. Also dass wir nicht immer nur Unverständnis zeigen, ne? Oder ich höre auch ganz, und jetzt habe ich schon wieder so lange geredet. Der Blick schon allein. Myslím, že jsme si dnes večer toho řekli hodně, že vlastně jako o tom, jak se můžete připravit jako rodiče a jak co můžete pro ty svoje dospívající nebo jak s nimi pracovat, abyste to všichni dobře zvládli. A přeji si za dospívající, aby mohli vnímat i víc pochopení pro to, čím si procházejí. Weil ich höre einfach zu oft Erwachsene sagen, also die Jugendlichen in der heutigen Zeit, die sind so schwierig. Das gibt's doch gar nicht. Slyším často říkat dospělé, že ti dospívající v té dnešní době, ty jsou tak složití a obtížní, to se nedá vydržet. Und da würde ich mir einfach wünschen, erinnern Sie sich mal an die Zeit, als Sie in dem Alter waren. A já bych si přála, abyste si vzpomněli, když vy jste byli tak staří. Wobei es da manchmal noch anders ging, weil im Grunde genommen natürlich die Erziehungsformen noch andere waren. Ale pro některé to bylo jiné, protože tenkrát byl způsob výchovy ještě jiný. Aber jetzt ist einfach so, dass wir schon wollen, dass der Jugendliche auch mehr Freiräume hat, selbst Entscheidungen zu treffen. Ale v dnešní době chceme, aby měli dospívající víc prostoru a mohli za sebe rozhodovat víc sami. Und dem müssen wir uns dann eben auch stellen. A tomu se musíme postavit. Vielen Dank. Jetzt habe, naja, nur eine Viertelstunde länger, als ich angedroht habe. Ne? Mhm. Aber es waren auch 6 Fragen mehr. Mhm.
Ja, als heute Nachmittag. Takže já moc děkuju a je to jenom o čtvrt hodiny, to trvalo déle, než jsem myslel, že to bude trvat. Danke. Danke. Danke schön. Danke. Danke schön. Tak potleskem jste pravděpodobně vyjádřili to, že už se nechcete na nic zeptat, jestli tomu dobře rozumím. To jsme rádi, protože chceme jít asi všichni spát, už nebo domů odpočívat. Já bych moc ráda poděkovala Andrejce za úžasný překlad opět. Andro, moc rádi jsme tě tady zase viděli. Děkuji. Děkuji. Dvorní překladatel do češtiny pana Klauze. A Klauzovi bych moc chtěla poděkovat za... Budeš překládat? Poděkovat za velkou dávku optimismu, kterou dodal zase nám všem učitelům. Jana? Stejně jako ji potřebujete vy doma, rodiče, tak ji potřebujeme i tady ve škole, to určitě víte od nás. A za rodiče bych asi ráda poděkovala za to, že možná uklidnil svými zkušenostmi, možná poradil, možná povzbudil, nevím, ale každopádně si myslím, že pro nás, pro všechny to bylo velmi inspirativní popovídání si a setkání. Jestli se mnou souhlasíte, tak bychom Klauzovi společně poděkovali potleskem a popřáli mu šťastnou cestu zpátky domů. Gerne, gerne. Gerne.